Das Leben ist eine unendliche Reise wieder zurück zu sich selbst, durch Vorstellungen, die immer gesteuert werden von dem, was du geistlos nachhilfst. Ich muss auch hier wieder vorneweg sagen, ich erzähle es jetzt dem Geist, der sich dieses Gespräch ausdenkt. Und du lebst in einem eigenen Kosmos. Kosmos heißt Ordnung, in einer eigenen Ordnung. Und sobald du anfängst, dich zu informieren, deine ganzen Informationsquellen, die existieren erst in dir, wenn du dir die vorstellst, wenn du dir die ausdenkst. Immer daran denken, wir gehen jetzt einfach einmal davon aus, dass du jetzt träumst. Und dann ist ganz interessant, träumen kann niemals irgendeine Person, irgendein Mensch. Die Person, an die du denkst, wenn du an einen Menschen denkst, das ist eigentlich schon eine Information von einem Geist, der träumt. Und der Mensch als Ganzes, den kann man nicht wahrnehmen, weil das eine Lebensgeschichte ist, vom Säugling bis zum Greis. Ich verkürze jetzt das, weil man jetzt wirklich einmal diesen Wahnsinn, wenn du nur nachisst, egal was du nachisst, ob du Religion nachisst, es zwingt dich, an Dinge zu glauben, Vorstellungen in dir aufzubauen, die du bloß vom Hörensagen kennst, wo ich sage, du kannst die nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Darum wiederhole ich immer wieder dieselben Sätze, weil du das vergisst. Und wohlgemerkt, du ist nur ein allereinziger Geist. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und das Geheimnis liegt in der Sprache. Und wenn ich immer wieder darauf hinweise, das ist sehr unangenehm, es geht nicht darum, dass du irgendjemanden, den du dir jetzt ausdenkst, das erklären könntest. Weil jeder Mensch, der in dir als Information auftaucht, gleichgültig, ob das jetzt ein bewusst gedachter Mensch ist, du denkst dir jetzt zum Beispiel hier einen Holger aus und du denkst dir einen Udo aus und nennen wir jetzt mal die zwei Pixelmännchen, aber das Einzige, was jetzt hundertprozentig existiert, ich sage auf deiner Verabrede, eine sinnlich wahrgenommene Information ist ein Monitor vor dir mit zwei Pixelmännchen. Und du hörst deiner Lautsprecherstimme zu. Das ist Holofeeling, arbeitet nur mit 100% sicheren Fakten und nicht mit irgendwelchen ausgedachten Hirngespinsten, die man sich nur ausdenken kann, wenn man dieses Wissen jetzt nicht chronologisch, sondern hierarchisch vorher in sich trägt. Dazu muss man diese Computermetapher verstanden haben. Hör einfach zu, es klingt nur ungewohnt, es ist überhaupt nicht kompliziert. Wenn ich immer wieder dieses Beispiel bringe, dass ich sage, ich habe mehrere, sehr, sehr viele Beispiele, wo ich sage, reduziere dich, dass ich zum einen sage, du bist ein träumender Geist, da bin ich tausendfach drauf eingegangen, dann nimmst du nur deinen eigenen ständigen Wechsel deiner Informationen wahr. Und jeder Gedanke, der in dir auftaucht, kommt aus dir zwangsläufig. Das heißt, wenn du nicht weißt, dass du träumst und du sitzt jetzt als Person da, du liest meinetwegen und plötzlich taucht ein Geräusch in dir auf, ich sage, nenn das einmal Klingelingeling, diese Kausalkette ist sehr wichtig, dann denkst du an das Handy oder die Haustürglocke, wer ist jetzt da, wer kommt jetzt zu mir? Und du musst wissen, wenn du träumst, dieses Klingeln kommt nicht in Form von Schallwellen in dich hinein, sondern es kommt aus dir als sinnlich, es baut sich in dir eine sinnlich wahrgenommene Information auf. Und als Materialist bist du felsenfest davon überzeugt, dass da irgendwelche Schallwellen von außen in dich reinkommen oder wenn du jetzt nach außen schaust, dass da irgendwelche Lichtstrahlen von außen in dich reingehen. Du brichst damit das erste und das zweite Gebot. Damit will ich das jetzt gut sein lassen. Wichtig ist die Kausalkette des Klingelingeling-Beispiels. Das zigfach erklärt wurde, dass du die Kausalität umdrehst und das ist das große Problem der ganzen Naturwissenschaft und der Religion. Dass du dir was ausdenkst, was du vom Hörensagen kennst, nur vom Hörensagen. Ich sage, das ist auf deinem Schwamm drauf. Das ist die Datei in deinem Arbeitsspeicher, wenn ich dich jetzt symbolisch als einen Computer setze. Und diese Datei, dieses Programm und diese Daten sind verantwortlich für die Bilder, die in dir auftauchen, in einem ständigen Wechsel wie in einem Computer. Ja. Im Anfang ist das Programm. Und du wirst jetzt irgendwann feststellen, das ist das große Problem der ganzen Naturwissenschaft, wenn wir jetzt in die Physik zum Beispiel reingehen und in die Religion. Ich sage, du kannst in keinster Weise überprüfen, ob es jemals einen Jesus gegeben hat oder ob der gekreuzigt wurde, siehe Neues Testament, oder ob er nicht gekreuzigt wurde, siehe Koran. Und dasselbe gilt für alles, was in Physikbüchern drinsteht. Und wenn du einmal mit einem gesunden Menschenverstand selber zu denken beginnst, diese vielen Tausende von kleinen Beispielen, wo ich sage,
Zum einen, du wirst von mir nie hören, dass irgendwas, was in dir auftaucht, nicht wichtig wäre. Es ist ein kleines Puzzlestück von dem Heiligen Ganzen, das unverändert einfach wieder in dich reinfallen soll, in dem Moment, wo du es nicht mehr denkst. Was aber nicht der Fall ist, wenn du ständig meinst, du müsstest das verändern oder vernichten oder du willst es nicht mehr haben. Dann kommst du in einen chronologischen Trugschluss. Dann wirst du feststellen, dass ich spreche jetzt nur an, wenn du in deine Bücher reingehst, dann ist das alles so unheimlich logisch. Zum Beispiel, wann wurde die Stimmgabel, wann die Kammerton A, das Beispiel, wo ich bringe. Du schaust einfach nach, wann für Orchester die Kammer, der Kammerton festgesetzt wurde. Ja. Und dann stellst du, ich frage dich dann, wann haben die zu diesem Zeitpunkt die Frequenz gemessen? Es hat in deiner jetzigen Logik von Vergangenheit überhaupt keine Möglichkeit gegeben, diese Frequenzen zu messen. Jetzt kommt das Nächste, dass ich zum einen sage, du wirst von mir nie hören, dass irgendwas nicht stimmt. Im letzten Selbstgespräch, und da kann man manchmal ja aber machen, weil ich dann wieder behaupte, ich zeige dir in deinen Physikbüchern so eklatante Fehler, jeden 13-Jährigen, der selber zum Denken anfängt, dass das niemals so gewesen sein kann. Aber selbst das stimmt, weil ich behaupte, du bist in einer Führerscheinprüfungsbogen gelandet. Und ich behaupte, dass in einem Führerscheinprüfungsbogen Theorie unheimlich viele in Bezug zu der Normierung, die du lernen sollst, unheimlich viele Fehler drin sind. Aber da ist nichts verkehrt gelaufen, weil der Schöpfer des Führerscheinprüfungsbogens hat die Fehler ganz bewusst eingebaut in diesen Führerscheinprüfungsbogen, dass du sie erkennst. Mhm, genau. Also ist der Fehler eigentlich gar kein Fehler. Wobei das Wort Fehler, ich immer wieder betone, man muss unterscheiden, spreche ich von einem Fehler oder spreche ich das, was falsch ist, oder verkehrt ist. Verkehrt heißt einfach nur umgedreht. Denk an das Tassenbeispiel. Es ist nur eine andere Perspektive. Das heißt, wenn ich jetzt behaupte, der Küche ist ein Herd und ein anderer sagt, der Küche ist ein Kühlschrank oder Salzstreuer, dann sind diese Aussagen bloß andere Kehrseiten, andere Perspektiven, die ich mir anschauen kann, gehören aber trotzdem zur Küche. Also wie gesagt, du brauchst ein vollkommenes Denken. Es geht hier um eine hundertprozentige Präzision des Denkens. Und das hat nichts zu tun mit Filwisserei. Aber das Geheimnis liegt in den Kleinigkeiten der Sprache. Und das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Wenn ich immer wieder darauf hinweise, um das in der Tiefe intellektuell verstehen zu wollen, musst du wirklich aus einem einzelnen Namen, aus einem einzelnen Wort wirklich ein 400-Seiten-Buch machen. Es geht noch wesentlich mehr, weil das wie ein Mandelbrot-Fraktal ist. Aber dass du die Selbstähnlichkeiten erkennst, und Holofeeling ist ein Musterbeispiel, auch wir hatten jetzt im Chat die Sache mit Gefühle und so weiter und so fort. Du merkst, viele sagen, das ist mir zu viel und das verstehe ich nicht. Und ich betone jetzt nochmal, in dem jetzigen Leben hast du nur zu erkennen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Du bist ein träumender Geist und das Wort träumender Geist, an was ein träumender Geist ist im Prinzip dasselbe wie ein absolutes Nichts. Ja. Als Ding an sich. Es ist nicht einer, der da liegt und schläft, dann denkst du an eine Person, das sind alles Informationen. Das habe ich lang und breit erklärt. Das heißt, du bist im Meer, du bist El Hayom. Und deine Informationen sind deine Gedanken, wenn die kommen und gehen aus dir und fallen wieder in dich rein. Ja. Dieser schöne Satz, trifft eine Welle die andere Welle. Wie geht's dir? Und dann sagt die andere Welle, ich breche jetzt zusammen. Das ist dein altes Weltbild mit Holofeeling, kriegst du ein vollkommen neues Weltbild. Ein vollkommen neues. Nicht nur ein Update, so wie Windows 95, Windows 97, Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows 10 und so weiter und so weiter. Das ist ja nur ein Rumgefickel. Im Großen und Ganzen hat sich nichts verändert. Es wurden nur Erweiterungen hinzugeführt. Mhm. Ein wirklicher Sprung in was Neues hatten wir zum Beispiel, ich mache mal die Fernsehnormen jetzt im klassischen Sinn, das, was du jetzt Fernsehen nennst, das war Analogfernsehen und dann kommt Digitalfernsehen. Und Digitalfernsehen ist ein vollkommen anderes System, das ist nicht kompatibel mit dem Analogfernsehen. Darum ist lange Zeit, weil wir uns jetzt natürlich ausdenken, eine Welt ausdenken, wo hier Millionen von Menschen Fernsehempfänger in ihren Wohnzimmern stehen haben, die Analogempfang benötigen und dann kommt Digitalfernsehen mit den Flachbildschirmen. Und dann haben wir erstmalig dann auch ein Digitalsignal da. Aber dieses Digitalsignal kannst du, ein Analogfernseher, überhaupt nichts damit anfangen. Das heißt, man musste eine Zeit lang, über einige Jahre, musste das parallel laufen. Mhm.
Und dann haben wir jetzt, hat man analog ja komplett abgeschaltet. Ja. Und genau das ist es, Holofeeling muss jetzt parallel laufen mit einem normalen und dann schalten wir das vollkommen ab, wenn du es verstanden hast. Und da geht es mir nicht um den Intellekt, sondern um das Bewusstsein selbst. Das Bewusstsein, dem Bewusstsein, dem ich das jetzt erkläre. Der Udo ist jetzt eine Information, von der ich bin jetzt hundertprozentig sicher nur ein Gedanke. Gleichzeitig habe ich eine sinnlich wahrgenommene Information als das Pixelmännchen darstelle. Oder du denkst dir jetzt einen Trockennasenaffen irgendwo hinter aus, der angeblich mit dem anderen Trockennasenaffen, das andere Pixelmännchen, irgendwann in der Vergangenheit diese Aufnahme gemacht hat. Ich kann immer wieder sagen, jeder Moment, der ist es jetzt, jedes Wort, das ich spreche, spreche ich jetzt. Und jedes Wort, das du hörst, hörst du auch jetzt. Und diese Aufnahme wird jetzt gemacht und die wird jetzt angehört. Du wirst dich irgendwann mal einreichen müssen, dass alles, was passiert, wenn es auftaucht, wenn es passiert, jetzt passiert und hier passiert. Ja. Weil du ein träumender Geist bist. Das ist der Trick, eine ganz einfache Aussage. Ja. Dieses berühmte Zeichen, ein Quadrat mit drei Strichen von mir, dieses Beispiel bringt es auf den Punkt. Du wirst mit einer Aussage konfrontiert, wo du im ersten Moment sagst, das ist unmöglich, das geht nicht, wenn man das das allererste Mal hört, Zeichen, ein Quadrat mit drei Strichen. Und dann zeige ich dir die Lösung und du sagst, Mensch, bin ich neben mir gestanden. Dein ganzes Leben bist du neben dir gestanden. Als der Geist, der du bist, weil du dich ja selber ausdenkst, dir vorstellst, aber dann doch dann wieder in dem Kopf drin sitzt, wenn du aus deinen Augen rausschaust. Es ist keine Esoterik, keine Religion und ich betone immer und nicht, schon gar nicht eine vollkommen geistlos nachgeäffte Naturwissenschaft. Und jetzt schalte ich das Bild ein. So, ich habe jetzt ein paar Sachen hier hingestellt. Und mir geht es eigentlich, schau nur dieses Wort Germania, mir geht es als allererstes das Periodensystem. Lernt man in der Schule, man lernt alles in der Schule und dir muss irgendwann einmal klar sein, alles, was hier gelernt wird, ich sage komplett alles, was du nicht wirklich, und da haben wir natürlich auch wieder zwei und dann vier Seiten, was du nicht wirklich beschwören kannst, ist geistlos nachgeäfft. Das heißt, 99,999% all dessen, was du Mikrokosmos, Makrokosmos oder Vergangenheit, siehe Religionsgeschichte oder menschliche Geschichte vom Hörensagen kennst, ist komplett austauschbar. Mhm. Mein Beispiel ist mein Schwammbeispiel. Ich sage jetzt ganz einfach, du bist als Geist ein Computer, der überhaupt keine Daten und keine Software hat. Das ist ein Geist, der da ist, aber nicht träumen kann, weil zu träumen brauchst du Informationen. Und die Informationen müssen aus irgendwas entstehen. Und wenn ich dich jetzt als Computer setze, entstehen und entspringen deine Informationen auf dem Bildschirm. Denk an den Computer. Letztendlich aus den Daten und dem Programm, mit dem der Computer läuft. Dazu muss ich den Computer zuerst einmal programmieren. Jetzt ist natürlich, dass du zwanghaft chronologisch denkst. Dann habe ich dieses Schwammbeispiel, sage ich immer, das ist ein chronologisches Beispiel, dass du dich, wenn du auf die Welt kommst, erst einmal wie ein kleiner Schwamm vollsaugst mit der Welt um dich herum. Dann erfährst du, wir leben jetzt 1598 zum Beispiel oder 2022 oder 1965, egal was in der Schule, du kriegst dann irgendwann nochmal mit, was ein Datum ist. Aber das hängt doch davon ab, was man dir erzählt. Das ist chronologisch, dann erzählt man dir, wie die Welt funktioniert und so weiter und so weiter. Und als erwachsener Mensch bist du ein vollgesogener Schwamm. Du konntest dir den Schwamminhalt nicht raussuchen. Das ist mein Schwammbeispiel. Beim Computer nehmen wir jetzt die chronologische Zeit dieses Vollsaugen des Schwamms, quetschen wir zusammen in das Jetzt. Ich sage, du bist ein Computer und ich gebe dir letztendlich ein Programm in den Arbeitsspeicher rein und dann lassen wir das Ding laufen. Und dann fängst du an zu iterieren im Hier und Jetzt aus dem Programm. Das ist auch, wenn ich mal sage, du liest ein Buch Seite für Seite. Alles, was kommt, ist schon da. Und wenn du das Buch durch hast, ist das Buch und die Seiten immer noch da. An den Daten und an dem Programm im Arbeitsspeicher verändert sich praktisch nichts, während du einen Film abspielst. Mhm. Okay? Ich muss das immer wieder wiederholen, weil das elementar wichtig ist. Ich sage jetzt für dich als Materialisten, es ist tausendmal mehr wert, als wenn dein Körper jetzt hundertprozentig gesund wäre oder du hättest dir ein paar Millionen auf dem Konto. Was du dann Sicherheit nennst und die Möglichkeit, dich glücklich zu machen, weil du dir irgendeinen Scheiß kaufen kannst. Ich rede mit einem Geist und nicht mit einem Affen, der sich versucht, am Leben zu halten mit irgendwelchen Dingen, die einfach nur Hirngespinste sind. Also dieses Periodensystem, und wir machen das jetzt einmal, dieses Mendeleische Periodensystem, ist es schlichtweg und einfacher so, dass die Namen wichtig sind, dass das erste Mal ein Umgang, ein Kreislauf ist, ein Umlauf,
Aufgespannte Gestaltwerdung heißt Licht auf. Karei, wie in einem Spiegel, raumzeitliches Licht auf. Das ist jetzt Vordersprache, das erkläre ich jetzt nicht genau, da gehen wir dann drauf ein. Was mir jetzt wichtig ist, in dieser Schöpfung ist kein Zufall, ich erkläre dir alles bis ins kleinste Detail. Im Anfang ist das Programm. Was heißt das? Dass alles, wirklich alles, was da ist, die Jahreszahlen, sind Symbole, es sind Metaphern. Ich betone immer wieder in den Märchen, tausende Male, wenn ich sage, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, der denkt, wenn du weißt, dass das eine Metapher, ein Sprichwort ist, denkst du nicht an das, was du aus den normalen Wörtern der Krug und dem Brunnen machst und ein auseinanderbrechender Krug. In deiner Alltagssprache, sobald du nicht weißt, dass alles, jeder Satz, jedes Wort nur eine sehr komplexe Metapher ist, könnte ich jetzt sagen, der Bundeskanzler Scholz reist in die Ukraine. Das ist auch nur eine Metapher. Der geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Die sind schon längst gebrochen. Die vollkommene Demonstration von Geistlosigkeit. Das ist Sodom und Gomorra zurzeit. Auf allen Seiten, egal welcher Partei du anhängst, welcher Religion du anhängst, du bist zerbrochen in tausend andere Sachen, wo du sagst, das stimmt nicht, das ist falsch. Falsch, das lateinische Wort falsch kommt vom Faller, das ist die Falle. Da kommt das Wort falsch her. Die Betrügereien, die Ränkenmachereien, der Trug, die Intrüge. Das sind Verstellungskünstler. Es sind erst einmal nur Gedanken, die du dir ausdeckst. Wenn du jetzt träumst, muss dir eins klar sein. Darum betone ich das. Du vergisst es immer und immer wieder, sobald du unter Brüssel bist. Es macht keinen Sinn, dass du einen Gedanken, den du denkst, egal was, an was du denkst, ich nenne den Gedanken einfach mal Mensch oder Politiker oder Putin oder Udo, dass du den Gedanken vorwirfst, dass er so ist, wie du ihn denkst oder dass du diesen Gedanken bewunderst, weil du ihn irgendwie doll denkst. Es bleiben einfach nur deine Informationen. Lass das auf dich wirken, das ist extrem verändernd für alles, was in deiner Zukunft, in der Zukunft wird nichts passieren. Wenn was auftaucht, taucht es jetzt auf. Es ist eine Demonstration der vollkommenen Unbewusstheit, sich ständig Sachen zu denken, die du dir übrigens nicht raussuchen kannst, weil du ein träumender Geist bist, das bestimme ich. Das ist ja eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Ich teste dich jeden Moment, wenn in dir was auftaucht. Du kannst, ich teste, welche Interessen du hast. Ich teste, wie du zwanghaft mit deinem Programm reagierst. Und du sollst ich werden, dass du das beobachtest. Du beobachtest immer nur deine eigenen Informationen und dieser ständige Wechsel von Informationen, gleichgültig, ob das sinnlich wahrgenommene Informationen sind, wenn du jetzt den Kopf drehst und dich rumschaust, jeder Moment entsteht vollkommen neu hier und jetzt. Du sollst dein Programm durchschauen, du sollst dich beobachten, wie du die Sachen bewertest und wie du die interpretierst, was du ja zwanghaft machst. Mhm. Und das ist die Falle. Da kommt das Wort falsch her, was natürlich dann mit Verkehr, die Kehrseite, da bin ich tausendfach drauf eingegangen, worum es mir jetzt geht. Wir werden jetzt ein bisschen konkreter. Und zwar gehen wir hin, die Jahreszahlen. Das Periodensystem wurde 1869, unabhängig voneinander, fast identisch von zwei Chemikern vorgestellt. Dieses Thema hast du immer und immer wieder. Dasselbe gilt für die Infinitesimalrechnungen. Die wurden auch unabhängig voneinander von Newton und von Leibniz entdeckt, angeblich. Habe ich aus das Buch heraus. Das erste große Problem, du hast jetzt einfach nur Worte vor dir. Und diese Worte sind auch Zahlen. Diese Buchstaben sind, ich erzähle dir etwas, ich betone das immer. Das ist ein Computercode. Schon mal ganz einfach extrem gezippt. Das ist Holofeeling. Holofeeling erkläre die Programmstruktur, die du aber momentan überhaupt nicht kennen musst. Ich mache dich nur neugierig auf das, was du im nächsten Leben, in der nächsten Klasse alles erleben darfst. Das wird alles komplett anders sein. Wenn du wach wirst, was voraussetzt, dass du aus der Welt herausstirbst. Aber heraussterben heißt definitiv diese Auflösung. Ist nicht die Auflösung deines Körpers. Dein Körper löst sich ja schon auf, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Was übrigens hundertprozentig sicher ist. Weil dein Körper nur existiert, wenn du an ihn denkst. Gleichgültig, ob du den jetzigen aktuellen Körper denkst, den du auch sinnlich wahrgenommen, du musst ja bloß deine Hände vors Gesicht halten, wenn ich immer wieder sage, wo waren jetzt wieder die ganze Zeit deine Hände? Oder du denkst die jüngere Körper, wie du in die Schule gekommen bist, wie du aus der Schule rausgekommen bist. Egal was auftaucht, das taucht jetzt auf. Ist das so schwer zu verstehen?
Und versuch das nicht an Gedanken von dir, sprich irgendeinen Menschen, zu erklären. Ich erkläre es keinen Menschen. Ich erkläre meinen Gedanken überhaupt nichts. Ich erkläre es dem, der sich die Gedanken denkt. Und selbst der, wenn ich jetzt das ausspreche, ist auch schon wieder ein Gedanke. Darum dreht sich Holofeeling. Holofeeling ist komplett einzig, nur für einen Allereinzigen, nämlich der, der sich jetzt das Gespräch ausdenkt. Und wenn du jetzt sagst, ja, die anderen denken sich das ja auch aus, dann wird es für dich so sein, weil du schon wieder glaubst, dass irgendwelche Gedanken die anderen das auch erleben. Es macht allein. Holofeeling macht ganz allein. Du musst den Mut haben, der Erste zu werden. Das heißt, du musst ich werden. Ich bin nämlich der, der sich das jetzt ausdenkt. Und dann haben wir eben nochmal die Schichtung zwischen dem Vorbücherregal und der, der zum Lesen anfängt, der jetzt dieses Lebensbuch liest, durchlebt, indem das jetzt in ihm auftaucht. Und da haben wir jetzt in der Mitte schon einmal ganz interessant, wir haben die Ziffern von 1 bis 9 und in der Mitte ist die 86. Das ist OP. Ja. Das ist kein Zufall. Da kann ich noch nicht immer, auch das, ob ich jetzt Buchstaben sage, ich mache aus einem Wort ein 400-Zeilen-Buch, das Barry zum Beispiel, oder ich mache jetzt, da kann ich auch zahlen, 80, 1 oder 70, 210 einsetzen, wenn man das System kennt. Ja. Kann ich jetzt genauso hier auch Buchstaben einsetzen? Ich kann jetzt das zum Beispiel 1, 8 lesen, kann ich ich sagen. Das ist nämlich der erste und der achte Buchstabe im hebräischen Alphabet. Genau. Ich werde zu einer 69, die sieht schon interessant aus, die auf dem Kopf stehende gespiegelte 9. Ja. Das ist der, jedes Ding, das ist genauso jetzt ein Wort, wo wir 400 Seiten Buch draus machen können. Du glaubst gar nicht, wie vielfältig das wird. Wenn wir uns bloß diese Zahl allein anschauen, ich zeige dir mal so Kleinigkeiten, gehen wir mal da rein. Schauen wir mal die arithmetische an, diese Zahl. Was auch immer das heißt. 1869 ist eine ungerade zusammengesetzte Zahl, besteht aus drei verschiedenen Primzahlen. Und miteinander multipliziert werden, es hat insgesamt 8 Teile. 3 mal 7 mal 89. Was auch immer uns das sagen soll, aber das geht dann noch wesentlich weiter. Du kannst dann die Primzahlfaktoren, bla bla bla, kann man machen, dann kann man uns das Ganze als Binärzahl anschauen, als Hexadezimalzahl, als Basis-36-Zahl anschauen. Da könnte ich jetzt noch eine ganze Reihe weiterführen. Du meinst, du wüsstest was? Das ist natürlich alles nicht wichtig. Alles nicht wichtig. Du bist in dir, trägst du unendlich viel Wissen und das macht dich bloß körre. Von dem unendlichen Wissen, ich sage mal, stell dir vor, du bist selber das Internet und für wie viele Seiten von dir selber interessierst du dich? Du bist das Internet, du bist Gott. Du bist unendlich viel Wissen gleichzeitig. Das ist in dir. Denk jetzt das Internet wirklich als Gott, als unendlich viel Wissen. Als Uni nenne ich das. Das absolut eine, das unendlich viel beinhaltet, aber in einer Form eines Kontinuum, eines lückenlosen Zusammenhangs, dass diese Unendlichkeit eigentlich eins ist. Mhm. So. Das ist jetzt nur mal, dass wir da einen kleinen Einstieg haben, weil jetzt, wenn wir ein bisschen den Zaun zulegen, was mir jetzt ganz wichtig ist, dass alles, was man dir jetzt erzählt, was der Dimitri oder der Lothar, was die entdeckt haben, ist absoluter Blödsinn, weil das kannst du nicht entdecken. Das steht da drin, das ist wie, vor 200 Jahren wurden die Wassermoleküle entdeckt. Ein Wassermolekül besteht aus zwei Teilen Wasserstoff und einem Teil Sauerstoff. Das baut er hier auf, Wasserstoff, Helium, Nidium, bla bla bla. Wie wollen die das 1800, wie will der das 1869, das ist ja schon vorher, baut er schon mit einem Wissen auf, das vorher entstanden ist. Wie will der das einsortieren mit den Atomzahlen? Wie will der wissen, wie viele Teilchen hier das Atom mit den Elektronen, woher will der das eigentlich wissen? Dann mach dich ja mal schlau, was jetzt nach deiner angeblichen Logik 1869 oder hier in diesem Zeitraum, was da eigentlich möglich war. Da hat es die ersten Schwarz-Weiß-Fotografien sind da erst einigermaßen gekommen. Geschweige den Computer oder irgendwas. Es sind Märchengeschichten. Es sind extrem tiefe, symbolische Märchengeschichten. Wie alles Märchengeschichten sind. Die Naturwissenschaft ist eine Religion mit Märchengeschichten, wie alle anderen auch. Und ich betone nochmal, tausendmal sage ich, Märchen sind das Wertvollste, was die Menschheit besetzt. Die Geschichtsbücher sind auch Märchengeschichten. Es gibt keine Vergangenheit. Es geht um die Metaphern. Das ist jetzt das Wichtige.
Da kann ich jetzt unendlich viel dazu erzählen, was hier wichtig ist. Das ist der Domaufbau, all das ganze Zeug. Wie willst du das, die Elektronenhüllen, all das? Es muss einem einfallen. Ich sage immer wieder, ein Kopernikus, der da sitzt und in den Himmel hochschaut, der sieht einfach nur einen Sternenhimmel. Der sieht nicht, dass sich die Sterne bewegen. Da gehe ich sehr ins Detail, wenn man das durchgehen in älteren Selbstgesprächen. Was mir jetzt wichtig ist, dass du das erst einmal checkst, dass alles, was du dir ausdenkst, symbolisch zu verstehen ist. Und jetzt mache ich einen kleinen Sprung. Wir gehen jetzt einmal hier, da gibt es übrigens in dieser Chemie, gibt es jetzt dann hier den Ekka in der Chemie. Das kommt aus dem Sanskrit. Das ist jetzt eins, wurde zur Bezeichnung noch nicht entdeckter chemische Elemente im Periodensystem verwendet. Ist ja klar, wenn es entdeckte Systeme, Elemente gibt, muss es auch nicht entdeckte Elemente geben, aber schon das Wort Element. Was löst das Wort Element in dir aus? Das beginnt erst einmal schon mit Gott. Wir können da einiges machen. Wir schauen mal, was ein Element ist. Das Argument brauchen wir dann noch. Ups. Jetzt haben wir natürlich das Typische, was danach ist, ein Gerät in chemische Energie, elektrische Energie umgesetzt wird. Das ist einmal das eine, dann ist es ein Stoff, eine Naturgewalt, ein Urstoff, historisch der Urstoff, aufgespannte Berechnung. Das ist der Urstoff, an dem alles gemacht ist. Raumzeitliche Erscheinungen sind kreisende zwei Facetten. Da steht eigentlich schon die Gedankenwelt mit drin, wenn du das richtig liest. Aber etymologisch ist es interessant, du landest jetzt nämlich irgendwann einmal hier bei den Buchstaben. Als den Grundbestandteil der Rede, das sind die Elemente, um der Grund, der Urstoff sind die Buchstaben und es sind Zahlen. Ich erzähle dir etwas. Das ist doch Chaos. Da kommt jetzt hier der Reihe nach aufgestellt ist. Eine Reihe von Zeichen. Zahlen, nenn es Zeichen, nenn es Buchstaben, nenn es Zahlen. Ich nenne es einen Computercode. Ja. Auch hier jedes einzelne Wort, wenn ich jetzt reingehe ins Griechische, können wir wieder eine Stunde, zwei Stunden darüber reden, dass du in die Tiefe gehst. Du meinst, du wüsstest was, du stellst dich hin, urteilst über Menschen, urteilst über Politiker, über Religionen, definierst, was richtig und verkehrt ist. Kannst du das beschwören? Geistlos nachgeäfftes Geschwätz. Und du bist Geist. Und ich betone jetzt wieder, du wirst bis in alle Ewigkeiten leiden, bis du dich eines Vollkommeren besinnst. Ich sage jetzt nicht einmal eines Besseren, weil das Bessere ist das Gegenteil vom Schlechteren. Das Vollkommen ist das Heilige in der Mitte. Und das bist du selbst. Du bist der Geist, aus dem das alles entspringt. In Maßsetzung dessen, was du glauben willst oder nicht glauben willst. Und genauso definierst du die ganzen Sachen. Also dieses Germanium, und jetzt pass auf, wo wir hinführen, also bei dem Element, das kann man eigentlich schon nochmal stehen lassen. Jetzt können wir das natürlich wieder hebraisieren oder wir können das auch Englisch machen oder Lateinisch machen. Was ist das Experiment? Wie oft gehe ich darauf ein? Was ist ein Experiment? Die Experimente der Physiker. Quantenmechanik, CERN, diese vollkommenen Vollpfosten. Ich definiere jetzt die ja so, weil ich die mir genau angeschaut habe und ich merke, das sind alles bloß nachäffende Affen. Hinweisen, das habe ich absichtlich gemacht. Das ist du machst alles absichtlich, weil ich, UB, lass dir das denken. Wenn es dir nichts geben soll, ich rede nicht mit dem Pixelmännchen, das du jetzt anschaust, ich rede mit dir Geist. Ich habe das absichtlich gemacht, was ich dir träumen lasse. Ich will bloß, dass du auch absichtlich hinschaust und dir bewusst machst, was jetzt da ist. Das ist mein Cut. Es ist so schwer einfach, wenn du eine Zeitung liest, immer wieder mal Cut zu machen und du schaust, was jetzt sinnlich wahrgenommen da ist. Ein Fetzen Papier mit Farbe drauf. Und dann schaust du diese Worte an oder so, wie du jetzt die Worte in Form von Geräuschen hörst und du kannst dich gar nicht dagegen wehren, dass dein Programm Vorstellungen aufbaut. Eine Frage. Ich habe nicht behauptet, dass ich Ihnen die Antwort gebe. Natürlich weiß ich die Antwort nicht. Keiner weiß was. Er weiß das, was man ihm erzählt hat und das öfter einfach nach. Wie jeder Pfarrer, wie jeder Physiker, wie jeder Arzt. Und verwirklicht es dann. Weil es auch Gott ist. Natürlich nicht das Pixelmännchen, aber der Geist, der jetzt zum Beispiel sich mit dem verwechselt, das bist übrigens auch du. Ich verwechsel mich nicht mit einer Figur, die ich mir ausdenke, gleichgültig welches Leben ich zurzeit durchlebe. Und die lebe ich immer jetzt. Wenn ich die Antwort wüsste, dann brauchten wir nichts mehr zu erforschen.
Und aber erforscht. Was erforschst du eigentlich? Du erforschen ist doch bloß ein Spiel mit sich selbst. Hast du dich jemals selbst erforscht? Hast du jemals versucht, dich zu beobachten, was die klassische Form der Meditation ist? Selbst die ganzen, ich sage mal, religiös-esoterischen Religionen sind doch genauso in die Sackgasse reingelaufen. Egal, was sie machen. Was extrem übermächtig ist, ich sage, es gibt eine Weltreligion, ich bin dieser Körper. Wenn ich immer ironisch sage, wieso fressen die Esoteriker ihr Müsli-Scheiße rein, dass ja nichts an den heiligen Körper hinkommt. Wenn sie doch Geist sind, kann ihnen das doch wascht sein. Ja, und das ist ja der Grund, warum wir alle diesen Beruf gewählt haben. Natürlich wissen wir nicht, wie die Welt funktioniert. Wissen wir es nicht. Eine große Erkenntnis. Ich weise diesbezüglich einmal mit Wissen oder Nichtwissen hin. Du bist ich. Den zweiten Band der Offenbarungen ist hier der Finanzamtbrief drin. Ein Kleinod. Ich nenne jetzt nur Überbrief, schau es Finanzamtbrief an. Wo ich diese ganze Palette ab, es ist natürlich alles Wissen ist vorläufig, alles sind Hypothesen, es sind alles Thesen, das wird immer wieder erwähnt, aber wie, es kommt einer und behauptet dann, dass es nicht stimmt. Die wissen doch nicht, was sie reden. Es sind Thesen, es sind Sichtweisen, die geistlos nachgeäfft werden. Vom Heiligen Ganzen, wer interessiert sich für das Heilige Ganze? Und die Lösung ist ein Quadrat mit drei Strichen. Was ist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst? Gleichgültig, wo du dir jetzt räumlich oder zeitlich hindenkst. Sagst doch mal du selbst als der, der sich's ausdenkt. Und was ist die Ursache, dass du dir das ausdenkst? Das intellektuelle Wissen, das du geistlos nachäffst. Dein Schwamminhalt. Ich will Ihnen zeigen, was ein paar von den fundamentalen Problemen sind, die wir versuchen zu verstehen. Darum geht es eigentlich. Jetzt haben wir unsere fundamentalen Probleme. Wir waren hier bei dem Ment, Element. Das Fundament, das Experiment, Experi, herausgetreten um dich herum, unmittelbar neben dir, hier und jetzt, ist Ment. Tausendfach zeige ich dir, das Ment, eine Unterform von Mens. Das ist eine Erwähnung, eine Erinnerung, ein Erwachen in deinem Innern, eine Meldung, ein Antrag, Mensio, Mendio. Und jetzt kommt es, ein etwas erdichtetes Farben, sich gegen die Wahrheit versündigen. Alles, was du glaubst, was du dir ausdenkst, dass da außen zum Beispiel eine Erdkugel ist, die jetzt existiert, weil ich das Wort ausgesprochen habe. Wo ist diese Erdkugel, wenn du es nicht denkst? Halt doch einfach mal das zweite Gebot. Wo ist dein Körper, wenn du nicht an deinen Körper denkst? Das sind Lügen, du täuschst dich doch bloß selbst. Ein fingiertes Faseln zum Lügner werden. Das ist Ment, die Elemente, die Fundamente, die Experimente, ein einziger Haufen von Lügen, was übrigens selbsterfüllende Prophezeiungen sind. Wenn Sie jetzt enttäuscht sind, ich hoffe, ich bin hier, um dich zu enttäuschen. Ich bin als Brösel oder als dieses Pixelmännchen in deinem Traum wieder aufgetaucht. Ich bin in vielen früheren Leben auch schon in dir aufgetaucht, aber du hast gemeint, du musst auf den Wegweiser nicht hören. Um dich zu enttäuschen. Dann mache ich eine kleine Pause und wir haben Zeit, nach Hause zu gehen. Steht keiner auf? Na gut, dann versuchen wir es mal. Bevor ich so ein bisschen auf die Probleme eingehe, will ich Ihnen erstmal zeigen, was wir alles so verstanden haben heutzutage. Und zwar jetzt. Ihr habt nichts verstanden, ihr Physiker, ihr äfft einfach nur nach und glaubt, das ist alles bitte. Nicht generell in der Physik, sondern nur in der Physik des Allerkleinsten. Ich fange also bei den Elementarteilchen an und später gehen wir in das Allergrößte, in das Universum. Und diese beiden Dinge haben sehr viel miteinander zu tun, erstaunlicherweise. Ja, den, der sich's ausdenkt. Ja. Aber was du dir ausdenkst, sind Mikro- und Makrokosmos, sind Sachen, die man nicht entdecken kann. Die kann man in dem Moment, wo du programmiert bist, kannst du Bilder aufbauen. Aber es ist gleichgültig, was für ein Programm ich in den Computer reinhaue. Er wird die Bilder in Maßsetzung dieser Logik, dieses Programms und dieser Daten in sich aufbauen. Ich rede von was vollkommen Neuem. In der Elementarteilchenphysik reden wir heutzutage über ein, ja, wir nennen es Modell, man kann es auch eine Theorie nennen, die aber bestimmt unvollständig ist, nämlich verkehrt rum, das Standardmodell der Elementarteilchenphysik. Luft, Feuer, Erde und Wasser. Und die stehen. Das ist das Alte. Ich sage immer wieder, umso weiter du zurückgehst, umso präziser war das Ganze, weil die noch von Symbolik gesprochen haben. Und dann landet man dann hier. Und dann landet man dann irgendwann einmal hier. Dann die Atome, das Unteilbare wird dann nochmal geteilt. Dann gibt es Quarks. All das Ganze ist geistlos nachgeäffte Hirnwichserei.
Den machen wir jetzt gleich einmal weg. Du kannst dir die Adresse hersuchen, wenn du willst, wenn dich der Kack interessiert. Hat einen tiefen symbolischen Sinn, wenn ich es dir erkläre. Jetzt mache ich hier nochmal. Verschränkung, sowas, wieder beiden Systeme miteinander, die hängen zusammen. Schon das Wort alleine, diese Verschränkung alleine. Jedes Wort ist ein Kleinod. Pass mal auf, machen wir mal ein kleines Spiel. Schau, wir machen End, das End wissen wir, das lassen wir einfach mal stehen. Das sind unsere vier Phasen des End. Und jetzt steht hier schon Angel. Angle. Dein Blickwinkel, die Ecke. Denk an die Tetraederstruktur. Ja. Es ist alles, jede Kleinigkeit, es wird so spannend, das Leben wird so unendlich spannend. Und jetzt haben wir wieder unser Ment. Etwas überlegen und Lügen verbreiten. Wie war das nochmal? Du bist das Zentrum von einer Tetraederspiegelstruktur, eine reine arithmetische Struktur mit Spiegelungen. Da kommen wir dann, wie komplex eigentlich deine Wissenschaft bloß die Spiegelungen darstellt. Da musst du zuerst einmal wissen, was ein Simplex ist. Ein Simplex, ein Hypertetraeder, meine Tetraederstruktur. Ja, und jetzt, ich will mich da gar nicht so arg reinlesen, weil du wirst jetzt merken, dann wird es ein wenig komplizierter. Du meinst, du wüsstest was? Ich sag dir, was du weißt, ich im wahrsten Sinne des Wortes, ein Scheiß-DR-Eck, ein Scheißdreck. Ja. Scheiß steht für Exkremente und DR steht für Generation, die geöffnete Berechnung, blau gelesen. Ja. An der geistigen Oberfläche geöffnete Berechnung, an der geistigen Oberfläche ist eine Gedankenwelle, geschlossen im Kopf natürlich rot gelesen, das sind die Generationen und du wohnst im Zentrum dieser Generationen. Das muss ich dir nicht erklären. Und wenn du dir das jetzt von einem Mathematiker erklären lässt, der erzählt dir eins zu eins die Scheiße, die man ihnen einprogrammiert hat. Mhm. Lass dasselbe stehen, die Formen stimmen perfekt, die Erklärungsmodelle sind nicht korrekt. Und dann doch wieder irgendwie. Immer dran denken, alles, was sich widerspricht, gibt einen neuen Sinn. Ein Null-Simplex ist ein Punkt, ein Ein-Simplex ist eine Strecke, eine SDR, eine geheimnisvolle Ecke. SDR. Das ist erst einmal das Geheimnis. Hayom ist das Meer. Fliehend, Nis heißt fliehend, Heim, Hayom, Licht. Ich sage immer Lichtkeit, wie buchstabiert. Kait heißt wie buchstabiert, wenn ich das jetzt auf Hebräisch hinschreibe. Aber das Ganze ist auch ein Versteck. Du kommst aus den Ecken nicht raus. Und in dem ist alles verborgen, was im Widerspruch steht. SB, Ruch heißt die Welle. SB, das raumzeitliche Wissen im Ruch, im Geist. Im Geist. Das ist das hebräische Wort für Geist. Deus, Deutsch, Ivri. Ein Computerprogramm, ein göttliches Computerprogramm. Ja. Wenn du jetzt ein Junghase bist, der das erste Mal hört, du musst das nicht verstehen, dann musst du studieren 20 Jahre und dann wirst du erst einmal richtig neugierig, wie wirklich funktioniert, obwohl hier alles eigentlich extrem komprimiert, vereinfacht von Vereinfachungen. Das hüllt dich ein, diese Ecken hüllen dich ein, dieser Simplex. Das ist die SDR-Ecke. Und dann kriegen wir ein D-Reieck. Das ist ein Vierspiegeleck. Bei D, da müssten wir jetzt hier reinspringen. Schau, da hast du das D-Reieck. Das ist aber der vierte Buchstabe, das ist die 4. Weil mir nämlich These, Antithese, Synthese ausgedacht, die rote 4 macht den Deckel zu in dem Simplex. Ja. Und der 3-Simplex ist ein Tetraeder, Viereck, 4 Seitenfläche, bla bla bla. Und dann geht jetzt das weiter und dann kommst du dann irgendwann einmal von Spiegelungen zu Spiegelungen in eine ganz eigene, in eine Kegel-KGL, wie eine Wellebildung. K-Reihe-S, diese ganzen in außerhalb der Ebene. AOB, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, erweckt H-All, den Gott des Nichts, Polar. Und das passiert in einer generierten Ebene. Mhm. Wie das wieder zufällig passt, ne? Ja, da kann man jetzt jede Kleinigkeit in eine Tiefe gehen, ohne Ende. Aber ich wollte eigentlich das Menda, ich wollte eigentlich nur das Germanium
ganz, ganz interessant. Schau, was jetzt hier passiert. Wir waren jetzt das erste Mal bei dem Germanium. Germanium steht für Deutschland. Mhm. Nach dem Land, in dem es zuerst erfunden wurde. Es ist ein chemisches Element. Ge² würde ich jetzt hier machen. Und der Ordnungszeit 32, das ist Leben, das ist das Leben. Ja. Im Periodensystem steht es in der vierten Periode, in der vierten HUB-Gruppe, in der 14 IUB-AC. Das ist übrigens das Ohmsche Gesetz, die eigentliche Leistung, Strom, Spannung. Elementare Elektronik. AC ist Wechselspannung. Wenn du meinst, das ist Zufall oder Zufall, dass das zufällig passt, es gibt in dieser Schöpfung keinen Zufall. Interessantes, es wurde ich, UB 86, entdeckt. Ich, UB, habe das erschaffen, nicht nur entdeckt, weil was ich entegge, das in Erscheinung tritt, sind Gedanken, werden, die ganz bewusst programmiert werden müssen. Und zwar passiert es in dem ganzen, in dem Agyroid. Ganz interessante Sache. Wenn wir hier reingehen, vom Wissen her, ein Chemiker erzählt dir das, was man immer, es ist einfach nur ein Dummmann-Gerät, das rezitiert, aber nichts verstanden hat. Du glaubst, was verstanden zu haben. Schon dieses Wort alleine wieder. Ein Kleinod. Schau mal die Etymologie an. Es kommt von dem griechischen Wort für Silber. Aber schau mal, wir machen das in unserem klassischen System. Warte mal hier, das eine habe ich vergessen, wusste ich doch. Einfach lass einmal das hin, das Ion nur weg. Das ist erst einmal weiß sein. Das beginnt weiß, wir wissen, das ist Basis Vibe. Vibe. Vibe ist schmerzlich, beschwerlich, lästig. Lass dich einmal hier überraschen, wo dich das hinführt, wenn du jetzt weitergehst. Das wäre jetzt interessant wieder. Der vieläugige Argus wurde getötet, bla bla bla. Ist dies aus Missverständnis hervorgegangen? Es sind alles Missverständnisse. Es sind Verständnisse eines Weibes und ein Weib, das Weib, wissen wir, steht für das Programm. Ja. Aber ich springe jetzt gleich einmal runter, dass wir da jetzt den nächsten Buchstaben dazu machen. Und da wirst du gleich merken, dass jetzt plötzlich die Geldbräune, die Geldwechsler, das Kapital ins Spiel kommt. Das baut ja auf der Logik des Vibes. Mhm. Ich weiß, ich brauche ja. Übrigens, ganz nebenbei, das ist ja indogermanische Sprache, wir sind beim Germanicum. Wenn ich jetzt hier dasselbe nachschaue, das Silber im Hebräischen ist das Kafchol. Ich fange einfach mal mit Kol an. Alt-Ki-Sof wollte ich, wollte Silber zuerst haben. Das Sof. Das ist das raumzeitliche Wissen. Interessant, das hebräische Wort für Schwelle. Mhm. Eine logische Welle, die übrigens letztendlich Wellenberg und Wellendall sind eigentlich polare Ecken. Ja. Schau bitte das kleine Bild an. Ja. Ich rede immer von den Ecken. Eine Ecke hat zwei Seiten und eine Schwelle hat einen Wellenberg und einen Wellendall. Die sind gleichzeitig da und genauso, wenn du in eine Ecke reinschaust, sind auch die zwei Seiten gleichzeitig da. Ja. Da landen wir irgendwann nochmal bei diesen verrückten Spiegelungen. Und wenn ich jetzt ein Kaff davor mache, das heißt wie im Hebräischen, wie diese Schwelle, dann landest du bei dem hebräischen Wort für Silber und das heißt auch Geld. Dieses Semitische hat ja angeblich nicht das Geringste zu tun mit dem Wort Silber, mit dem Griechischen, sprich Indogermanisch. Das kannst du alles vergessen, weil alles aus einer einzigen Quelle wirklich herausspringt. Und dann, wenn wir jetzt dann runterfahren, Silber für sich, Silber, du merkst jetzt viele, viele Sachen. Und jetzt kommen wir irgendwann nochmal die Geldeinträumer, die Kapitalisten, das Q, das affin aufgespannte Eck, Quecksilber, Que, vorher und nachher, in einem Eck. Das Vermögen. Und du wirst dann weitergehen, dass das dann die Schwätzer werden, bla 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 bla, die dir irgendwas erzählen, Fabian, und die 5% anschauen. Aber was mir jetzt viel wichtiger ist, ist das Wort Germanium selber. Dieses Germanium, da müssten wir jetzt ins Altdeutsche reingehen, mir dünne das jetzt ganz einfach einmal hier, ich könnte das jetzt natürlich herbalisieren, das heißt der Geist des Erwachten.
Ja. Aber wir machen das jetzt einmal im Lateinischen. Wir bleiben einmal im Lateinischen, dass wir zuerst einmal schauen, was beginnt hier mit ger. Okay? Ja. Was ist das? Ein doppelt aufgespannter Eber? Eber wird im Hebräischen nur so geschrieben. Das ist der Ibris. Ich spreche immer von Deutsch Ibris. Mach mal J hinten dran, dann hast du es. Das ist der Hebräer. Hinübergehen in eine andere Welt. Alles hängt mit allem zusammen. Wenn die Linguisten irgendwas erzählen oder von Lautwandlungen, die im Laufe der Jahrhunderte passiert sind, die äffen doch alle bloß noch. Kann gar nicht sein, weil alles, was passiert, passiert jetzt. Das kann immer nur jetzt sein, egal wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst. Okay? Ja. Okay, jetzt pass auf. Jetzt kommt Germani. Jetzt kommt was, was noch nie einem aufgefallen ist in deiner Welt. Wie soll dir das auch irgendjemand auffallen? Wenn ich behaupte, dass jeder Mensch, den du dir ausdenkst, in dem Moment existiert, wo du ihn denkst, und er wird genauso sein, wie du ihn dir denkst, ob du ihn dumm denkst oder gescheit oder gut oder böse denkst, er kann nicht anders sein, wie du ihn dir ausdenkst. Und alles, was du dir in die Köpfe von Menschen reindenkst, dass du dir jetzt so einen Einstein reindenkst zum Beispiel und denkst, der weiß ja so viel von Physik, der Einstein, den du erschaffst, wird das wissen und das entdeckt haben, was du dir denkst, dass er weiß oder entdeckt hat. Das sage ich immer wieder, auch ein Sokrates, ein Udo Petscher wird von dir jetzt ausgedacht. Das ist bloß ein feiner Unterschied, dass ich der bin, der sich jetzt dir den Udo träumen lässt. Das heißt, der Udo, der jetzt in dir, in deinem Kopf drin ist als Information, ist nur eine Figur in deinem Kopf, eine Figur in deinem Traum, aber ich bin der, der dich das träumen lässt. Nicht dieser Udo, den du dir ausdenkst. Aber dann wirst du irgendwann feststellen, dass wir dasselbe sind. Wichtig, und das ist jetzt, du landest jetzt bei Germana, die leibliche Schwester. Und da kommt das große Problem, dass du bei Schwester an einen weiblichen Trockennasenaffen denkst und das Wort bedeutet eigentlich was ganz was anderes. Wenn ich das jetzt übrigens auch im Deutschen, wenn ich jetzt das hier hebraisiere, dann haben wir zuerst einmal Schwa, das ist es nichts, und Esther, wissen wir, heißt ein Nichts, in dem ich mich versteckt Steckt habe. habe. Es geeckt. Ich bin das Zentrum und eingehüllt von einer unendlichen Eckstruktur. Dieser hochgespiegelte Tetraederspiegel. Ich kann das auch im Kreis machen, dass ich immer sage, ein Kreis ist eigentlich ein Unendlicheck. Denk wieder, ein Viereck, ein Achteck, ein Sechzehneck, ein 32-Eck, ein 64-Eck, ein 128-Eck, bla 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 bla. Und dann wirst du feststellen, dass das immer kreisförmiger wird. Und in jeder Ecke, zwischen jedem diesen Ecken, ist ein kleiner Punkt. Und da der Kreisumfang aus unendlich vielen Punkten besteht, hat zu jedem Punkt immer diese zwei Seiten. Und dann wird ein Kreis ein unendliches Eck. Gehe ich in der Mutation ganz einfach darauf ein, wie man dann hier eigentlich zu dieser Kreisformel kommt. Aber wir haben jetzt hier zwei Möglichkeiten und das schauen wir uns jetzt nochmal an. Du wirst dich wundern, was jetzt passiert, hier, wenn wir weiter runtergehen. Das ist eigentlich die leibliche Schwester. Das ist das erste Mal, wenn wir das hebraisieren, nochmal Schwa. Das heißt nichts. Wir bleiben jetzt ganz einfach ein Nichts, eine Nichtigkeit, ein Nichts. Die anderen Sachen sind auch richtig, das sind einfach andere Perspektiven. Und jetzt ist es so, dass das Ester, wenn wir das jetzt so schreiben, gibt es natürlich viele in dem Programm, viele Sachen. Das ist die Ester, das heißt, ich bin ein Geheimnis, ich stehe im Widerspruch. Ich werde verheimlicht. Das ist ganz einfach zu erklären, weil das nämlich imperfekt ist. Das alle vorne heißt, ich bin, ich kann, ich soll. Und dann haben wir nur noch SDR. Und dieses SDR, das haben wir gerade schon gehabt, das ist in der SDR, ich SDR-Ecke. Ich strecke eine Ecke. Das ist das Geheimnis. Ich strecke eine Ecke und dann kriege ich einen SD-Ecken. Und dann denke ich mir an den SD-Ecken, an den Stecken. Unendlich viele Punkte. Eine Seite, egal ob du das mit A, Aleph oder Elef schreibst, und dann mache ich aus der Seite eine Ecke und dann wird der S die Ecken ein Bogen. Und jetzt hast du dein Gesichtsfeld mit den zwei Seiten im Hintergrund, da kommen wir jetzt in diese Strukturen. Eine allumfassende Physik wird in den Religionen perfekt beschrieben, wenn man die richtig übersetzt. Und jetzt ist es ja so, dass ich das Schwa, kann ich natürlich das auch Schwä, das Aleph, wenn ich dran bin, ändert sich hier nicht viel, es bleibt eine Nichtigkeit. Eine Leere, ein Nichts in der Mitte und dann kommt eben das SDR ohne, das ist, wo man ja nur das Schwa, Elef, Alef, SDR und jetzt haben wir eben wieder diese zwei Seiten rot gelesen, das Geheimnis, das sich selber versteckt und dann alles,
was du dir ausdenkst, steht im. Im ist El Hayom, Gott das Meer. Du bist im Meer. Du bist immer. Und alles, was du um dich herum ausdenkst, egal wo du dir das räumlich oder zeitlich, steht im Widerspruch. Es, die Welle, haben wir gerade gehabt, wie doppelt aufgespannter Gott. DR heißt Generation, SB heißt die Shin, die logische Welle im Ruch, im Geist. Und darum heißt dieses Ruch nicht nur Geist, sondern dasselbe Wort hast auch noch einige Sachen. Die Himmelsrichtungen eigentlich wirklich die vier Weltgegenden und Wind. Der Wind, das himmlische Kind. Mhm. Und jetzt kriegst du die vier Himmelsrichtungen, sind eigentlich nicht Osten, bla bla bla, sondern das sind die vier Spiegel in den Tetraederspiegel, weil du in diese vier Seiten reinschauen kannst. Oben und unten gibt es nicht, weil alles in der Mitte ist. Ja. Selbst wenn wir uns oben oder unten denken, das ist das große Problem. Wenn du was nach oben denkst, erkläre ich tausendmal, bist du unten, aber du bist nicht unten, du bist die Mitte, weil zu dem oben gehört auch, wenn du dich umdrehst, ein unten, dann bist du wieder die Mitte. Ja. Ein ganz simples, einfaches Prinzip. Und wir schauen uns unser Germaner weiter, das habe ich nur die Schwester. Und jetzt geht hier Germani, das ist dieser eigenartige Völkerstamm, dessen Land Westen der Rhein, die Donau, im Osten die Weichsel und im Norden das Meer begrenzt ist. Könnte ich jetzt unheimlich viel darüber erzählen. Darum geht es mir jetzt aber gar nicht. Das ist ein Germanicus. Wenn wir jetzt da runterfahren, jetzt pass auf, was hier passiert. Germanitas, Germanus. Die Verbindung zwischen Geschwistern. Und jetzt ist es ganz interessant, da geht es nicht um weibliche, sondern um einen Brüderbau. Es ja. geht um dich und mich und alle anderen Geistesfunken. Dieses Schwistern, die Brüderschaft, ist ein Schwa-Esterschaft. Das heißt, das Nichts, in dem ich mich verstecke in der Mitte, erschafft letztendlich alles, und zwar in Form von JCH und ICH. Und ICH gibt es unendlich viele, das sind die Geistesfunken, die aber letztendlich nur Facetten von JCH sind. Ja. Und diese Brüderschaft, wir Brüder erschaffen alles. Ich, indem ich es dich denken lasse, und du, indem du es träumst. Und wir sind das Brüderpaar. Da geht es nicht um was Weibliches. Dieser Nexus ist ein schweesterliches Band. Wo du das übrigens auch wieder siehst, diese Verbrüderung, ist eigentlich eine Geschwisterlichkeit. Die Schwester hat nichts mit was Weiblichem zu tun. Ich beweise dir das, wenn wir ins Hebräische gehen. Ach heißt unter anderem Bruder. Okay? Ja. Entschuldigung, ich habe ein Lied gemacht. Okay. Ach heißt Bruder. Das ist dein Bruder. Dein Blutsverwandter. Da haben wir natürlich wieder AND, dass wir in der Mitte sind. Wir machen der Freund und Gefährte. Ich bin ein ewiger, immer habe ich dich begleitet. Wir sind die 10 zwischen den 2-9. Was auch immer ich dir damit sagen will. Der Stammesgenosse, der Bruder. Ach, ist der Bruder. Ich weiß, mein geistiger Bruder JCH, ich, meine Quintessenz X, bla bla bla, imperfekt, ich werde von mir selbst in Schranken versetzt. In China-Ecken, in logisch berechnete Ecken. Aber jetzt pass auf, Achot, aufgespannte Erscheinung. Das heißt, der Bruder mit seiner aufgespannten Erscheinung. Ja. Das ist das hebräische Wort für Schwester. Das heißt, das ist nur der Bruder mit einer weiblichen Endung, mit der aufgespannten Erscheinung. Ja. Das ist sehr wichtig, dass du das verstehst, dass Schwester, du denkst bei dem Wort Schwester automatisch an eine weibliche Schwester. Aber das sind alles Gedanken, genauso wie der ausgedachte Bruder. Du musst das Rot lesen. Es geht ums Rot und um Blau lesen. Das ist das schöpferische Kollektiv, ist Geist. Geist ist eine Trinität, besteht aus UB, das ist die Synthese von allem, Gott Vater und Gott Sohn, JCA und ICA, das bin ich und du, ausgedachterweise rot. Aber das ist eins, das ist dieses schöpferische Kollektiv. Ja, wie beim Adam, ne? Das ist wie beim Adam. Der Adam ist ein Mann und der besteht aus einem Denker und vom Ausgedachten. Sieger wie Nick Haber. Denker und unterirdischer Gang heißt es. Unterirdischer Gang, du gehst über den Jordan
Und dann steigst du hinab in die Traumwelt. Ja. Wo Milch und Honig fließen, heißt es da so schön. Ja. Dieses Milch beginnt mit Kol. Kol. Das ist das Weltliche, eine weltliche Polarität, eine weltliche Wahrnehmung. Kola, das Ringbrot, das heißt jetzt, du wirst krank. Und dieses Kol, wenn dieses Kol belabert, das heißt, Kolle. Dieses Weltliche, das jetzt belabert, dann kriegst du die Milch. Die Milch. Und Milch wiederum, da kommt die Beschneidung, dein Wissen wird beschnitten, du beschneidest es selber. Und diese Grundradix, wenn ich jetzt Milch zum Beispiel immer ein J dazwischen, das ist, modern gibt es im Hebräischen nicht, aber macht immer einen Sinn, gestaltgewordenes intellektuelles Licht, das ist die Gedankenwellenlicht. Das sind die ganzen Lichter, wenn du an den Himmel hochschaust. Das sind keine Lichter, das sind einfach nur Illusionen in deinem Kopf. Ausgedachtes Licht ist nicht die Lampe im Projektor. Mhm. Aber dieses ML, dieses gestaltgewordene Licht, das ist die Grundform. Das nennt sich das Beschneiden der Vorhaut. Ja. Und Haut sind die wahrgenommenen Zeichen. Wir sind wieder bei den Elementen, Stochaien sind die Grundzeichen, die Grundelemente, aus denen alles erschaffen wird. Dass du hier plötzlich merkst, diese geschwisterliche Verbindung. Schau mal, GE-Quadrat ist logisch doppelt aufgespannt. Ich sage jetzt einfach mal rot gelesen, der Logos, der sich doppelt aufspannt, bin ich und du. Ja. Das ist Vater und Sohn, die zusammen UB, ein verbundenes Wissen, die verbundene Weisheit geben. Ja. Und das ist er. Er, E-Quadrat, ist der Kopf. Das ist eine innige, jetzt sind wir wieder in dem Bindu, wenn wir Sanskrit dazu nehmen. Ja. Das ist das Spiel, das man verstehen muss. Die Sprache kriegt einen vollkommen neuen Sinn, aber im Gesamtzusammenhang. Von Geschwistern, die entweder einerlei Vater oder Mutter denselben Vater haben. Es ist vollkommen gleichgültig, ob du dich männlich oder weiblich denkst. So viel zu den ganzen Genderwahn zur Zeit. Es geht um Affen, die einfach Sachen nachäffen, wo sich keiner was raussuchen kann. Du bist Geist und Geist ist als Adam männlich und weiblich gleichzeitig. Ist der träumende Geist symbolisiert? Der Mann ist der Geist, der träumt, und die Frau, das Weib, ich weiß, tausendfach, das wird so schön präzise beschrieben in der Tora. Und er nimmt hier ein Zeller, eine Seide aus dem Adam heraus und stellt ihn vorhin hin und sagt, das ist deine Eva. Ja. Das ist das Spiel. Das ist, er fiel in einen Tiefschlaf, heißt es zuerst. Und dann wird eine Seite herausgenommen. Immer daran denken, du bist immer, und die andere Seite ist die vergängliche Seite, das Gegenteil. Und dann ist hier plötzlich hier diese Tschava. Das ist das hebräische Wort für Eva. Eva, genau. Dann wird diese Tschava. Das heißt einfach, es wird etwas ausgedrückt, aus, was du aussagst, ausdrückst. Das erlebst du. Plötzlich hast du ein Erlebnis. Das ist diese Seite, die sich ständig verändert. Mhm. Du erlebst praktisch deine Eva. Das sind intellektuelle Spiegelungen. Die ist übrigens dann Pyramidenwert, ist 41. Sagt dir das was? Nee. Das hast du mir heute Morgen, haben wir das gehabt? Soll ich morgen eine Frage gestellt? Ich schalte mal ganz, ganz kurz ein. Wie fokussiert man jetzt eigentlich das an? Muss ich dir sagen, was ich dir denken lasse, Volker? Nein. Muss ich dir das wirklich sagen? Bist du schon wieder so vergesslich? Das war vor ein paar Minuten. Ja. Oder vor einer Stunde. Ja, schnipp, weg ist es. Und weg ist es. Ja. Da haben wir unsere 41. Ja. Siehst du, äußerer Wert? Ja. Die Mutter? Ja. Die Shin-R, die logisch berechnete Beschwörung. Das ist deine Mutter, die Schraubenmutter, AOB, die Beschwörungskunst von toten Geistern. Mhm. Und so weiter.
Und wenn wir jetzt hier in die Chemie, du merkst jetzt bloß dieses Germanium, jetzt müssen wir natürlich, wir haben ja nur das German, jetzt müssen wir natürlich das Mani anschauen. Ja, Mani. Und so war jedes Wort, dann kriegst du ein Prinzip mit. Und schön ist, du musst das jetzt nicht im Detail wissen, darum geht es überhaupt nicht. Das ist der Gips. Die Mania, die Manie. Ganz interessant. Ja. Den Holger, was mache ich mit dem Holger? Holger, ich nehme gerade auf, Holger. Ich bin gerade in einem Selbstgespräch. So, jetzt haben wir den schon wieder beseitigt. Rasend machend, jetzt kommt hier Manifestation. Schau mal, eine Mani. Germani. Mhm. Der Geist des Erwachten kriegt eine Manifestation, eine Offenbarung. Ich nenne das Solo-Feeling. Das heißt, kreisende zwei Facetten, die sich als das Äußere, diese polare Berechnung, BR ist das Äußere, das sind OFF. Hast du übrigens dann auch aus, ne? Mhm. Im Englischen. Weil die zwei, die außen erscheinen, sind genau genommen, ist eine Illusion im Mittelpunkt. Das ist erst einmal das Äußere. Die Reihenheit, eine gespiegelt existierende H-Eid, wie buchstabiert. Schau mal, schöne Spiegelung, 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 Spiegelung. 0, 2, 2, 2, 2, 3, 3. Ja. Das wäre jetzt eine Sache für sich selber, aber da gehen wir gar nicht drauf ein. Ich spreche es bloß immer ganz, ganz kurz an. Und da kriegst du jetzt an den Tag legen. Was ist der Tag? Der Tag ist heute. Ja. Jetzt. Und du wirst dann ein Entdecker, Manifestor, und wir müssten jetzt wieder wirklich diese vier Seiten des End verstanden haben. Diese ganz einfach, diese vier der Vorsilbe ENT. Da muss ich einen Strich dran machen, sonst funktioniert es nicht. Ein Bindestrich hinten dran, genau. So. Und jetzt schau dir das an. Und jetzt fangen wir in der roten 4 an und wir gehen nochmal dann runter. Drückt in der Bildung mit Verben ein Herausgelangen, ein Heraus, ein Wegnehmen aus, drückt in der Färbung ein Entfernen aus in Form, das sind jetzt die zwei Seiten von Weggehen. Da steckt aber immer die Ehe drin. Ja. Ist es so schwer? Und da haben wir den Gack. Siehst du das? Doppelt aufgespannte Energie wird Gack. 3-3. Ja. Das ist das hebräische Wort für Dach. Ausgedacht. Dach. Ja. Darum wiederhole ich das immer. Schau mal ganz kurz das Bild an. Mhm. Ob ich jetzt nach oben schaue, ich verändere nur meine Z-Achse, ich schaue in eine Ecke rein, das ist das Dach. Aber dieses geöffnete Eck ist ein Wunder, bla, heißt Wunder, von zwei Spiegeln, TT. Ja. Dieses geöffnete Eck sind zwei Spiegeln. Und da brauchen wir immer noch den dritten dazu. Und da haben wir jetzt den Ruch. Den Rauch, den Ruch, den Räucher da. Und das Ganze wird jetzt zu einem Fla-Chet-Dach. Fla ist das Wunder, Wunder. Hm. Einer Kollektion, weil These und Antithese jetzt eins wird. Ich habe gerade gesagt, die Synthese brauchen wir dazu. Ja. Das ist das Ausgedachte. Und dieses 3-3 kann ich dann als 33 als Gall schreiben und jetzt landen wir wieder bei unserer Welle und bei unseren Teilchen. Mhm. Das ist jetzt nämlich letztendlich das hebräische Wort für WL, doppelt aufgespannt, hochgehoben. Schau, WL. Und auf, über, sub-R, gemäß, trotz, UB. Das Bewusstsein Gottes erweckt jetzt gemäß dem, was du über dich ein Joch, ein oberes, eine Knechtschaft. Ken wiederum ist, Ken KN ist das F-Undament. Wir sind wieder bei unserem Ment. Unser Mentor, schaut der Entdecker handgreiflich offenbar. Offen ist das Äußere. Sichtbar machen, äußerlich sichtbar machen. Und das Ganze sind dieses Fundament, an dem wir dieses Mentor, das Lügen verbreiten, tausendfach. Mens übrigens, die Grundradik, süßes Denken. Die Gemütsart, die Sinnesart, deine Denkart, das Animi. Interessant, schau mal. Mens Animi. Maschinenübersetzung ist schlichtweg,
der Verstand des Verstandes. Mensch ist aber das Denken und Ani, unser Ani. Die Jahre, schau mal in der einfachen Annotation, Dezimi, bla bla bla, pass auf, wir machen nochmal unser Ani. Das ist dein blaues Ich, das ist der Mensch, das ist der Intellekt. Ja. Das ist dein Ich, dein blaues Ich. Schöpfung, die schöpferische Existenz deines Intellekts, das ist das Ani-Mi. Und das Mi ist, was ist dieses Mi? Ein Fragepartikel, wer, wie, was, aber ganz wichtig in rhetorischen Fragen. Das ist eine rhetorische Frage, da bin ich schon drauf eingegangen. Eine rhetorische Frage ist eigentlich eine Witzfrage. Ich frage dich etwas, wo ich dir eigentlich mit der Frage die Antwort gebe. Ja, wo die Antwort schon da ist. Stimmt oder stimmt? Das ist ja eine rhetorische Frage. Ja. Ja, ja. Genauso, merkst du, wie jetzt Deutsch, Hebräisch, Physik, Sanskrit, alles verknüpft sich mit Holofeeling in ein arithmetisches System, weil ich jetzt, wenn du willst, da auch noch Zahlen einsetze, wenn du das unbedingt haben willst. Ich erzähle dir ja etwas. Da kommt jetzt Mendis. Das ist diese SD-Lautwandlung von Mens. Und da kommt dann Mendior. Ich mag es nochmal. Und das heißt, modernen Wörterbücher, wenn wir reingehen, jetzt zum Beispiel, wenn wir den Mendio eingeben hier im Bonds, können wir uns gerne mal anschauen. Das ist ja, wir haben übrigens nochmal einen großen Unterschied zwischen Altlateinisch und zwischen Neulateinisch, dass das erst einmal sich etwas überlegen und Lügen verbreitet bedeutet. Schauen wir da mal ganz kurz, was der Bonds sagt. Das orientiert sich mehr. Lügen, sein Wort halten, erdichten sich deutschen Irren. Lügen, dichten, düchten, täuschen. Es ist vorspiegeln. Vor dem Spiegeln und hinter dem Spiegeln. Und da können wir jetzt ganz, ganz genau, wenn wir in das Agroid reingehen, da müssen wir jetzt nämlich das einmal schauen. Schau, ein Kristallsystem. Was ist denn dann das? Christus ist alles. Was ist denn dann das? Schau mal, was der Google dazu sagt. Da gibt es ja sogar einen Wikipedia-Eintrag. Und da wollen wir jetzt anfangen, die zweizähligen Dreh- und Drehversionen anzuschauen. Du meinst, du wüsstest irgendetwas? Das ist alles, was du meinst, was für dich wichtig ist. Da geht das öffnet sich nur die Sache mit den Spiegelungen. Da gibt es ganz einfach nur Spiegelungen, gibt es Wikipedia-Einträge ohne Ende. Psychologie, Wort Spiegelfasse. Da wenn ich jetzt hier reinfahre, die Spiegelsysteme in der Kristallographie, aber das lassen wir jetzt gut sein. Was hier eventuell noch eins, was ich jetzt dazu sagen will zu den Spiegelungen, dass wir jetzt zwangsläufig hier in dem Wort sehen landen. Das ist, dass dasselbe, das Seher, das Ansehen, das für richtig halten, das Gucken, wenn du was ansiehst, das sehe ich so oder ich sehe das so. Perspektiven. Einfach nur aus dem Ganzen heraus, wenn ich immer sage, Kollektionen siehst du nicht, du hast noch nie deine Küche gesehen. Ein extrem elementares Beispiel. Behaupte das einmal jetzt bei dir als Brösel und der Brösel, dass du merkst, wie unendlich geistlos und dumm die Menschen um dich rum sind. Mögen die noch so viel Doktor- und Professortitel haben? Ja. Die werden das ablehnen, das zu glauben. Ich sage, zeig es mir. Zeig mir ein Atom, zeig mir ein Photon, zeig mir die Erdkugel. Egal, was du mir zeigst, sei es ein Monitor, das ist ein Bild, das ist ein Fetzen Papier. Du musst jetzt erst einmal bewusst machen, was jetzt da ist. Jetzt zum Beispiel hörst du Geräusche, die keine menschliche Stimme sind. Es ist eine künstliche Stimme aus einem kleinen Lautsprecher. Du musst nur genau hinschauen oder genau hinhören. Sehen, da steckt das Wort Ehe mit drin. Aber interessant ist, dasselbe Wort hast du auch Lunge. Und jetzt haben wir wieder unser schönes... Bedeutet Lunge, das Denk, das heißt DN, die geöffnete Existenz, ist übrigens Urteil auf Hebräisch. Das Urteil, aufgespannte Berechnung, macht erst einmal ein Urteil. Und die geöffnete Schöpfung, BI, ist im Nichts.
Es sind Vorstellungen, Spiegelungen, Darstellungen, Sehvorgänge. Kommt da einer drauf, wieso ist im Hebräischen eigentlich das Wort Sehen und Lunge dasselbe Wort? Mhm. Ach, sagt der Linguist, die semitische Sprache hat nicht das Geringste zu tun mit dem indogermanischen Deutsch. Schöner Zufall, oder? Ja. Und wieso sagt es der Linguist? Weil er in der Schule so programmiert wurde. Und dann kannst du hier, wenn du willst, in dem Wort zum Beispiel, ich mache jetzt mal Lautverschiebungen einfach erklärt. Im Lateinischen jedoch, da wurde je nach dem Vorläufer zurückgehen, ist eine hier, das Urindogermanische. Der Uni ist schlichtweg wann genau diese Ursprache gesprochen wurde, lässt sich nicht mit V schreiben. Wir sprechen es mit einem F. Auch das F dann noch. Nee, es ist alles ganz anders. Es ist ein Computerprogramm und im Anfang ist das Programm. Ich würde jetzt da gern normalerweise hier, wenn ich jetzt in diese Spiegelsysteme reinfahre, in die Kristallsysteme, da gibt es dann Punktgruppen und dann gibt es Dreh, schau, das sind alles eigene Sachen, Drehversionen, das sind alles eigene in der Kristallographie, das ist unendlich komplex und das musst du alles nicht wissen. Es geht hier nicht um Wissen. Und immer schön hier, in jeder Kleinigkeit kannst du Drehspiegelung um Null, bla bla bla. Ich rede immer von Spiegelungen, von Spiegelungen, von Spiegelungen. Ein Spiel ohne Ende, das wir ewig spielen können mit der Sprache. Aber das ist zurzeit nicht das wirklich Wichtige, das wirklich Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass du weißt, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Und dass du derjenige bist, dass der mal dir das erschafft. Du bist der Gott für die Welt, die du dir ausdenkst. Du bist der Schöpfer für die Welt, die du jetzt denkst. Und auch jetzt sage ich mit der Genauigkeit halber, das ist übrigens hundertprozentig sicher, dass jeder Gedanke, den du denkst, da schaffst du hier und jetzt eine Information. Mhm. Und jetzt schau in dich rein und sag mal ganz ehrlich, sei verdammt nochmal ehrlich. Glaubst du, dass du mit dem, was du denkst, was zu tun hast? Hast du das bisher geglaubt? Ist es nicht die vollkommene Selbstdemonstration von Unbewusstheit, dass du meinst, du hast mit dem, was du denkst, nichts zu tun? Auch wenn du es als träumender Geist zwanghaft denken musst. Ja. Du bist trotzdem der, der es erschafft. Ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht. Alte Beispiele. Schreibt das oder schreibt das nicht? Zwei Seiten. Das sind meine Beispiele. Wir müssen das definieren wie Maschinenreiben. Wie wir das definieren. Farbe auf Papier bringen, jetzt in der ausgedachten Traumwelt. Das macht der Kugelschreiber. Kogel ist übrigens die Welle. Ja. Und Schor heißt der Fürst, ein Untersystem, der Bestimmer. Und jetzt ist es ja so, aber er bestimmt nicht, was er schreibt. Du bestimmst als träumender Geist nicht, was du denkst. Und umso mehr Angst du denkst dir Gedanken und du fürchtest dich vor den Gedanken, die du selbst erschaffen hast. Du denkst dir Vollpfosten aus oder Menschen aus, die du bewunderst, die es gar nicht wert sind, dass du die bewunderst. Du musst nicht einmal Gott bewundern, den du dir ausdenkst, weil der wird so sein, wie du in dir denkst. Und ich denke mir jetzt zum Beispiel Menschen aus und denen lasse ich denken, dass du so hirngespinst, wie Gott nicht existiert. Und ich sage dann immer wieder als Uro, als Brüssel und der Brüssel stimmt, wenn du nicht an ihn denkst. Mhm. Und dann kommt mein Satz, wieso hast du jetzt Fragezeichen auf den Augen? Weil der Gott, den du jetzt denkst, der ist doch jetzt deine Information. Du denkst doch jetzt an einen Gott. Jetzt kommt wieder der schöne Satz, um von etwas behaupten zu können, dass das nicht existiert, musst du das erst einmal denken, dass es da ist. Und dann kannst du sagen, das existiert nicht. Zwei Seiten gleichzeitig. Du kannst jetzt zum Beispiel auch behaupten, jetzt ist es ja hell, darum ist es nicht dunkel. Ich sage, du musst nur in die Synthese gehen und dann wirst du mit dem heliozentrischen Vorstellungsmodell wohlgemerkt. Wirst du erkennen, dass hell und dunkel immer gleichzeitig ist und sich auch nicht abwechseln. Hm. Das Abwechseln ist wieder, dass du perspektivisch dich auf eine Seite fokussierst und die andere dabei vergisst. Ich bin jetzt gesund, ich bin jetzt krank. Ich sage, das eine gibt es nicht ohne das andere. Ja, ich kann ja nicht gesund und krank gleichzeitig sein. Ich sage, doch, du bist immer, wenn du gesund bist, bist du auch krank. Bloß plus 5 und minus 5 ist in Wirklichkeit die Heiligkeit, die das erlebt. Weil das nur Facetten aus dir selbst sind. Aber in Bezug jetzt deiner normalen Sprache wirst du, egal ob du jetzt an dich denkst und sagst, ich bin gesund, oder du denkst an dich und sagst, ich bin krank, du musst zuerst einmal an dich denken, an deinen Körper denken, den du ich nennst.
um dann diese Welle zu kriegen, weil das eine Oberwelle ist. Ja. Jetzt müssen wir das Prinzip der Oberwellen verstanden haben in der Musik, bei den Geräuschen, wo ich oft sage, meine Flöte, mein Klavier, meine Violine, Grundwelle 400 Hertz, Oberwellen, Oberwellen. Das führt uns zur Fourier-Transformation. Ja. Und dann wirst du feststellen, dass alles, was du siehst, nur aus Sinus- und Cosinuswellen bestehen. Und jetzt kommt der große Hammer, dass Wellen einfach nur Blickwinkel in dem Einheitskreis sind, in dem alles gleichzeitig ist und nichts damit zu tun hat, was wir rausdenken, schon wieder diese Welle. In Wirklichkeit gibt es das gar nicht. Nee. Es gibt deine Informationen und da muss ich nur verstanden haben, was ist eine Information? Das ist jetzt nicht intellektuelles Geschwätz, was wir machen, das ist extrem geistreiches Denken, dass zuerst einmal all die Figuren in deinem Traum, diese Existierchen, diese Affen, die alle nachäffen, inklusive der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Mir geht es nur darum, dass du begreifst, du bist nicht ein Gedanke von dir. Ja. Du bist ich, du bist immer. Und das wirst du schwerlich auf der Bröselebene irgendwelchen Bröseln vermitteln können. Es gibt einige, ganz, ganz wenige, die Ausnahmen, die die Regeln bestätigen. Aber der Masse wirst du damit nicht erreichen. Masse ist Materie, es ist geistlose Materie. Du wirst einem Computer nicht erklären können, dass er Computer ist, weil es einfach nur ein Haufen Materie ist. Und genauso wenig kannst du einen Trockennasenaffen, der genauso nur ein Haufen Materie ist. Mir fällt da immer so diese Raumschiff Enterprise ein, wo da Außerirdische auftauchen, die wesentlich intelligenter sind und die sagen, ihr seid ja bloß mit Fleisch und Blut gefüllte Hautsäcke. Ja. Das glaubt ihr zumindest. Das sind Gedanken. Es sind einfach nur Gedanken. Jetzt haben wir wieder unsere GE-Quadrat, der Geist ist E-Quadrat, Physik-Einstein-Formel. Die ja. Energie, die ständig in eine andere Form von Energie gewandelt wird, ohne dass sie sich selber verändert, weil diese rote Energie kann weder vernichtet werden, nichts kannst du nicht vernichten und sie kann nicht vermehrt werden, weil dasselbe nichts ist auch alles. Das ist die erste Spiegelung. Wir nennen das Allah. Allah. Und wir sind alle Mannen. Germanen. Haben wir uns gerade doch alles angeschaut. Wir sind ja. Brüder, Geschwister. Allah Männer. Ist Esther. G, E Quadrat, Schwa. Schwe. Ist er. Das ist E Quadrat, R. Das sind wir zwei. Brüderlich verbunden. Bis in alle Ewigkeit. Und wir zusammen, J, C und I, C, O, das ist U, B. Das ja. wäre jetzt, denk mal durch, was das ist, der absolute, das absolute Nichts und alles gleichzeitig. L, Hayom, Gott, das Meer. Löse dich von dem Wahn, dass du meinst, du hättest mit dem, was du denkst, nichts zu tun oder du wärst getrennt von dem, was du denkst. Lass uns doch irgendwas denken, lass uns an Urknall denken. Wo war der jetzt die ganze Zeit und wo ist der jetzt? Es ist einfach nur eine Vorstellung, die du dir in die Vergangenheit denkst. Gibt ja. es überhaupt, kann es einen Gedanken geben, wenn du ihn nicht denkst? Achtung mal auf die deutschen Worte. GE Quadrat, diese Energie, dieser Geist ist eben. Drum kann es auch Geist nicht geben. Er ist eben. Der, der immer ist, kann nicht existieren, weil was Existere ist, Existere heißt heraustreten aus, taucht aus dem, der immer ist, aus. Was verändert sich an dir, träumenden Geist, wenn sich deine Informationen verändern? Nichts. Nee, nichts. Es hat sich an dir noch nie was verändert, egal an was du denkst. Egal, was du anschaust, egal, was du erlebst, der, der es erlebt, dieser Geist, den ich das erzähle, an dir verändert sich überhaupt nichts. Es hat sich noch nie was verändert an dir und es wird sich nichts verändern. Das, was sich verändert, ist deine Information. Der Traum. Ja. Da hängst du jetzt in einer Endlosschleife, weil du dein Programm nicht austauschen willst. Weil du versuchst, irgendeine Facette von dir am Leben zu halten, wiederholt die sich immer und immer wieder und wiederholt sich. Die wird zwar jedes Mal neu variiert wie die Form der Gnede, aber du kommst in keinen neuen Bereich, weil ich erst dir ein neues, viel komplexeres, gigantischeres Programm in den Arbeitsspeicher reinspiel, wenn du das jetzige freiwillig aufgibst. Du hattest uns so einen Typen gegeben, angeblich eine Märchengeschichte vor 2000 Jahren, der hat gesagt, wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, kriegst du von mir ein vollkommen neues Leben. Ich sag zu dir, wenn du mir deine jetzige Logik schenkst, kriegst du von mir eine vollkommen neue, göttlichere Logik. Ich stieße keine neuen W ein.
Das doppelt aufgespannte ist 1. In alte Schläuche. Hm. Solange noch ein Hauch von K-Affe Wissen in deiner D-Asse ist, schenke ich dir keinen reinen Wein ein. Das heißt, du musst komplett dein ganzes Wissen, ich sage immer, das Zaster mal auf Null setzen und dann bauen wir was Neues auf. Das ist die Sache mit dem Buchstaben H und mit dem Wort Haus. Ja. Ich verändere an deinem Wissen nichts. Es sind ja auch Puzzlestücke vom Heiligen Ganzen. Das ist es verrückt an Holofeeling. Alle lehren, alle sagen, das stimmt und das stimmt nicht und das muss weg, dass wir das kriegen und das müssen wir vernichten, dass was Neues kommt. Das natürlich auch stimmt, wenn man es ganzheitlich verstanden hat. Ja. Aber es ändert nichts, was ist der Kern, der sich dabei nicht verändert. Das ist das neue Wissen. Das bist du. Du Geist, den ich das erzähle. Eigentlich ein Selbstgespräch, weil ich dann wieder behaupte, dass du ich bist. Ja. Ja, man kann immer nur ja so. Nicht mehr nein, nicht richtig, nicht verkehrt, sondern ja. Ja. Wenn wir das jetzt hier als H machen, dann haben wir JH. Das ist die Kurzform von Gott. Das heißt, die göttliche Quintessenz. Dann bist du, hast du die Mitte, die du immer bist, im Meer, in der sich auch alles abspielt. Das Zentrum in der Kamera Obscura. Da können wir jetzt übrigens das Obskur, wäre jetzt ein Kleinod, wenn ich immer sage, ich mache dir 400 Zeilen Buch aus jedem Wort. Und das ist nicht, das musst du nicht wissen. Das ist so, auch wenn du jetzt nicht dran denkst. Das ist der Hintergrund deines ganzen Erlebens, ist dieses Prinzip, so wie ich jetzt am Computer sage, du hast erst einmal dein Programm im Arbeitsspeicher, irgendein Programm mit gewissen Daten laufen. Du kannst mit derselben Betriebssystem, das ist eine tiefere Ebene, kannst du noch ganz andere Programme laufen lassen. Dann hast du zwar neue Welten, neue Träume. Und da müssen wir jetzt wieder, wir können im Computer so schön diese Metapher, merkst du irgendwann einmal die Komplexität, dass ich jetzt meinetwegen sage, ich lasse einen Videoplayer VCL laufen. Und dann machen wir jetzt einfach DVDs rein, Filme rein. Dann tauschen wir ja nur die Daten aus. Es ist immer dasselbe Programm. Das heißt, wir können hier schon komplett neue Welten, neue Leben erleben, ohne dass man dem Programm was verändert. Wenn ich jetzt aber dann das Programm noch verändere, dass ich jetzt hier nicht sage, wir machen den Videoplayer, sondern wir machen jetzt eine offene Weltprogramm wie GTA, wo du als Spieler dann komplett aktiv eingreifen kannst, hast du einen ganz anderen Komplex, da können wir aber auch wieder Programme austauschen, dann für den neuen Player, für das neue Programm, das Spieleprogramm. Ein ganz anderes Prinzip, wo ich immer erkläre mit Fußballspielen und so weiter, was sich da verändert an derselben Datenstruktur. Ob wir jetzt nur Einzelbilder machen, wie im Film, sag hier zwei Fußballspiele auch 90 Minuten, bringen wir auf eine DVD, unendlich viele verschiedene Fußballspiele in derselben Datenmenge, wenn wir das in dieser Form des Videospiels machen. Das ist ein ganz anderes Prinzip. Und all das ist in deiner Welt bekannt, aber dann doch wieder nicht, weil die Menschen, die du dir denkst, sind Figuren in deinem Traum. Und selbst wenn du dir jetzt einen ausdenkst, wo du sagst, du definierst jetzt, die wissen das. Ich denke jetzt an einen Programmierer und der weiß, wie Programmieren funktioniert. An einen Professor, der weiß, wie Professor der Chemie, ein Professor der Medizin, der weiß, wie der menschliche Körper funktioniert. Bustekow. Er weiß es und weiß es nicht, weil ein Gedanke von dir ist einfach nur eine Kiste, mein einfaches Beispiel mit Schrödingers Kiste, unsere Küche, wo du dir was hineindenkst, in die Kisten, wo du dir ausdenkst, in die Köpfe ist das drin, was du dir hineindenkst. Du bist die Quelle für alles, den Schuh wirst du dir anziehen müssen, weil du irgendwann einmal begreifst, dass du ich bist. Ja. Das ist übrigens nachvollziehbar und es ist alles, was ich jetzt sage, 100% sicher, selbst ein 13-Jähriger. Ich gehe jetzt nicht um das Wörteraufhören und das Lateinische oder Griechische oder Hebräische. Es geht um die Grundaussage. Ja. Das heißt, jeden Menschen, den du jetzt denkst, übrigens auch wenn er sinnlich wahrgenommen, 4 Stufen der Vergessenheit auf der Verabredung erscheint, ist genauso deine Information. Und das sind einfach nur existierende Tiere, Erscheinungen, die wieder wechseln, wenn du sie nicht denkst. Auch dein eigener Körper. Das ist das erste Neue, was du wirklich innerlich akzeptieren musst. Und irgend von jemandem was erwarten oder irgendjemand an was die Schuld geben, den du dir ausdenkst. Ja. Das ist geistlos und krank und dumm und das demonstriert die Masse um dich herum. Ja. Aber jetzt kommt der große Hammer. Wenn das jetzt noch in deiner Traumwelt der Fall ist, sind es nur die Spiegelbilder deiner eigenen Dummheit. Weil die Welt um dich herum ist ein Spiegelbild des Intellekts, den du zum Denken benutzt, das ist deine eigene Dummheit. Ja. Dein eigener Hass, deine eigene Rechthaberei. Wenn ich als Brösel Udo und der Brösel auftauche und es, egal was einer von mir sagt,
Ich sage immer, ich bin bloß ein Spiegel deines eigenen Charakters, egal was du von mir denkst. Ein absolut schonungsloses Spiegelbild. Und die ganzen Weltverbesserer für Heiligkeit predigen und viel Geld damit verdienen. All das ganze Zeug, da können wir jetzt so viel ins Detail gehen in der Welt, aber das ist unwichtig. Das waren jetzt Kernsätze, die sind wichtig. Wie ja. ich dick. Das rote ja. Ich ist dick. Das ist dick, heißt der Mittelpunkt. Das Zentrum. Da kommst du auch nie raus. Du bist immer der Mittelpunkt. Wie ich immer sage, egal wo du dich jetzt hindenkst, es ist hier und jetzt und du bist die Mitte davon. Und du hast dann immer um dich herum was, wo du nur in eine Richtung schauen kannst. Das ist nach oben, nach unten und dann fällt immer die andere Seite. Das ist das Prinzip des Lebens, das Dilemma, in dem du dich zurzeit befindest. Aber das Schöne ist, du als Geist musst nichts tun. Du musst auch keine Entscheidung treffen. Das Zurückholen der Scheidung. Die zwei Seiten eins machen. Nee. Das Buch wieder zuklappen, die Seite. Aber dann klappt sich die nächste Seite auf. Die nächste Seite, die nächste Seite, die nächste Seite. Oder wir machen einen Kreislauf. Es wiederholt sich. Meine Seite 100, das Beispiel mit der Seite 100, täglich grüßt das mal mit dir. Mhm. Du meinst, du bist in einem chronologischen Zeitablauf. Kannst du, chronologische Krankheit ist unbewusstes chronologisches Denken. Das ist deine chronologische Krankheit, an der du zurzeit leidest, weil du ständig meinst, dass irgendwas in der Zukunft passieren könnte oder in der Vergangenheit was passiert ist und dass du nichts damit zu tun hast. Aber was ist Zukunft? Irgendetwas, was du jetzt denkst. Was ist Vergangenheit? Irgendetwas, was du jetzt denkst. Das ist das Faktum. Das ist die Tatsache. Und nicht die ganzen Tatsachen, die angeblichen Fakten, die dir die Figuren in deinem Traum suggerieren, weil du nicht wach bist. Das sind Schwätzer. Geistlose Schwätzer, einfach nur Figuren, die von dir geträumt werden. Ja. Und das ganze Wissen nützt dir nichts. In deiner Personifizierung, im Gegenteil, du wirst immer unscheinbarer werden. Du wirst immer mehr zu nichts. Das findest du dann in den Upanishaden, in den hinduistischen Schriften, dass dann der Meister sich von der Welt löst und sich in die Höhle, H-Ö-H, zurückzieht. Das sind psychologische Bilder, musst du natürlich nicht. Ich sage, du spitzt dein Leben ganz normal weiter wie eine Rolle. Jetzt, wenn ich sage, Zeit spielt keine Rolle, die Rolle ist diese Gedankenwellenrolle. Jetzt ist Zeit, heißt ja Ed. Eine augenblickliche Erscheinung. Das ist jetzt eine Vorstellung, die ich mehr oder weniger immer benutze, um dir zu zeigen, Bild, Bild. Genau genommen ist es Bild, 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 weil nämlich die Zeit Ed, wir haben ja mehrere Wörter für Zeit, ich sage immer wieder, du landest bei dem Zeitpunkt, eine augenblickliche Erscheinung. Können wir ja ganz einfach einmal hier, schau mal, ich überschalte dann nochmal ein. Dass ich jetzt hier, wenn man hier zum Spielen beginnt, man muss sich bloß Zeit nehmen, du hast unendlich viel Zeit. Da gehen wir jetzt einmal Zeit als deutschen Suchtbegriff ein. Und dann hast du zuerst einmal 37 Datensätze. Jetzt aktuell. Und du wirst jetzt feststellen, hier oben wirst du immer das Wort Zeit in Unterbestimmung wirst du mitfinden. Deutsch als ganzes Wort. Schau, wir haben hier zuerst einmal eine bestimmte Zeit. Die Bestimmung, die Entschließung, etwas Festgesetztes. Eine festgesetzte Zeit. Ein Gesetz, das Bestimmte zugemessen ist. Immer ein Moment, der jetzt auftaucht. Dann heißt es zur Zeit in einer Unterform. Das ist, da müssen wir jetzt sehr weit gehen, das findest du oft nicht in Wörterbüchern. Dann ist dieses ist die Ewigkeit. Ewigkeit ist auch Zeit, aber Ewigkeit ist jetzt. Das ist diese Ewigkeit, ist übrigens dann hier auch der Thron sitzt. Das ist der Zeuge bis Ewigkeit. Bis, das hebräische Wort bis. Das wird meistens in der Bibel als bis übersetzt. Bis heißt, in mir ist Raumzeit. Blau gelesen. Bis. Ewig, fortwährend, für immer. Für, immer dran denken, für ist pur. Pur, Oder vor, die Formen, weil das ist ja auch F und das ist W, V, U und U. Genau. Und dann haben wir unsere Berechnung. Und dann kriegst du hier ganz einfach was Losgemachtes, weil in dir was zerbersten. Im ersten beginnt etwas ZR, eine Geburt einer Berechnung, etwas zu zerbersten. Und darum ist es für, diese Form ist im Meer. Aber in mir auch fort, eine Facettenort,
eine Facette, die du dir ausdenkst. Der Immerseiende ist übrigens die 1440. Ja, Adam. 1440 ist der Adam, das ist der träumende Geist. Der Zeuge, dieses Bis, ich sage immer, ich mache einen Satz draus, der Zeuge bis Ewigkeit, weil das nämlich im Hebräischen mit Bis übersetzt wird, mit Zeuge übersetzt wird und mit Ewigkeit. Darum habe ich das zusammengefasst und sage, das ist der Zeuge bis Ewigkeit rot gelesen. Dann kriegst du jetzt das eigentliche Ad, das ist der Zeitpunkt. Bild, 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 Gedanke, 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 immer jetzt digitalisiert, gequantelt nennt sich das Ganze. Ja. Wir machen doch Physik. Jo. Dann haben wir nochmal eine Seite. Das sind dann Rückübersetzungen, die muss ich jetzt aber nicht erklären, weil das sehr, sehr komplex ist. Dieses Ding ist ein unheimlicher Komplex, wo man hier kriegt dann in der Zeit, schau, B als Vorsilbe heißt in, im Augenblick, im Moment. Eine polare augenblickliche Erscheinung, wenn wir das rot lesen. Das ist die Zeit zur Zeit. Das ist das hebräische Wort für eine krankheitliche Angst, für Phobie. Schrecken, verwirren. Wir haben wieder unsere Ecken. Aufschrecken. Logisch berechnete Ecken. Auf dem Schöpfer UB, das kann man rot machen. Solange ich ewiger Geist glaube, ich sei nur ein sterblicher Primat. Mart heißt Tod, gestaltgewordene Erscheinung. Ich sei nur ein sterblicher Primat, ein durch Zufall entstandenes sterbliches Säugetier, solange kann ich Geist zwangsläufig nicht mitbekommen. Ich bin immer dort und das und was ich jetzt zu sein glaube. Zurzeit bin ich ein Gefangener in meinem eigenen Traum. Perfekt oder perfekt? Hm. Der ums Überleben kämpft, der vor Krieg Angst hat, vor Corona Angst hat. Angst, Angst, Angst. Das ist das große Problem. Du lässt dir Angst machen. Und das kann man nur, wenn du vergessen hast, wer du bist. Mhm. Du lässt dir von Gedanken Angst machen, die du selber denkst. Und ich mache jetzt zum Abschluss ein kleines Beispiel. Wenn du immer bist, du stellst dir jetzt vor, du wärst das Meer und du wärst im Meer. Und du schaust ständig nach oben. Nach oben, all, augenblickliches Licht. Und das sind jetzt Wellen, das sind deine Gedankenwellen, die du dir ausdenkst. Und das erste Problem ist, dass du eine Welle denkst und sagst, das bin ich. Das ist, wenn du an dich denkst. Das muss jetzt nicht der aktuelle Körper, das kannst du auch als 20-Jähriger sein. Denkst du ja auch an dich. Und dann denkst du an andere Sachen, an unendlich viele andere Sachen. Ein Haus, du schaust ein Haus aus, du denkst jetzt an eine Erdkugel und sagst, das bin ich nicht. Es ist genauso ein Gedanke. Du definierst deine Gedanken, das bin ich, das gehört mir und das bin ich nicht und das gehört mir nicht. Und dann denkst du plötzlich als träumender Geist deinen Gedanken und dann erschrickst du unheimlich vor dem Gedanken, den du, oh, hast du mir jetzt Angst gemacht. Ein Gedanken, den du selber denkst. Ja. Aber wohlgemerkt, als träumender Geist. Du hast in dem Leben zu lernen, du suchst dir nicht raus, was du träumst. Das mache ich. Du hast zu lernen zuerst einmal, was du selbst bist und was deine ständig wechselnden Informationen sind. Und du hast zu lernen, dich über nichts und niemanden mehr aufzuregen und vor nichts und niemandem Angst zu haben. Das ist das Einzige, was ich mir für dich wünsche. Ich, Gott, wünsche mir was. Seid nicht seltsam. Muss ich doch wunschlos glücklich sein, wenn ich alles machen kann. Ich bin Gott. Stimmt. Aber da ist ein kleiner Haken dabei. Ich habe dir die Freiheit gegeben, dass ich mich da nicht einmische. Das darfst du selber entscheiden. Ja. Ich sage immer, wenn ich als Brüssel Udo auftauche, ich bin bloß ein Wegweiser. Ganz, ich bin du im ersten Satz, mein Menschensohn ist ein Wegweiser. Ein Wegweiser zwingt dich doch nicht dahin zu fahren, wo er dir die Richtung zeigt. Genau, das ist der Punkt. Es ist ein Vorschlag. Ich mache dir einen Vorschlag. Ja. Das ist jetzt etwas Existierendes, ein Wissen in dir, das in dir auftaucht. Kannst du das schon für dich wirklich gebrauchen, das Wissen, das ich dir nehme? Rauch, Ruch. Ja. Das ist der nächste Schritt, aber den Weg muss ich alleine gehen. Ganz, den Weg zu dir selbst zurück, den Weg der Wiedererinnerung. Die Wiedererinnerung, das Innere, das Erwachte ist in deinem Inneren. Die Deutsche, immer wenn ich dir sage, das Wort Deutschland in Einsprachen an der Welt heißt eigentlich Gottesland. Hm. Es geht nicht um die ausgedachten Deutschen, die werden genauso wenig überleben wie die ausgedachten Germanen und die Wikinger, egal was du machst, das sind Gedanken. Gedanken überleben nicht. Eine Erdkugel wird nicht überleben, dieses heliozentrische Weltbild, die Dinosaurier. Egal was du denkst, es ist da und es ist wieder weg. Es taucht jetzt auf und es verschwindet jetzt mit dem nächsten Gedanken. Das ist doch hundertprozentig sicher. Wo ist dein Problem? Was verändert es an dir? Vor was hast du Angst?
Du spielst einfach deine Rolle weiter wie ein Schauspieler. Ja. Ich sage immer wieder, Holofeeling mischt sich in dein Leben nicht rein. Ich war Wunder in dir passieren lassen ohne Ende. Schau mal jetzt machen wir mal das Folgerprogramm. Dass du dich reinstresst mit den Überarbeitungen in der Schriften. Für dich Geist, wenn du jetzt eine andere Rolle spielst, geh einfach auf die Holofeeling-Seite und schau dir einfach mal bei Schreibstifte Volker Harnisch an und dann geh mal hier in die Holoarithmetik oder in die Hologrammatik. Der hat aus den Urschriften mit 180 Seiten oder 190 Seiten hier die Urwerke von mir, das Beiwerk, hat er teilweise ja 400, 500 Seiten aufgeblasen. Es ist die Urschrift, der hat nur die studiert. Es ist auf seinen Film drauf. Er träumt es. Du hast was anderes zu lernen. Und es kann was ganz Einfaches sein. Du kannst eine Bedienung sein, zum Beispiel jetzt dich träumen, dass du eine Frau bist, oder du kannst jetzt dich träumen, dass du ein Lastwagenfahrer bist, egal was es ist. Du spielst einfach eine Rolle. Du bist aber nicht weder der männliche Affe noch der weibliche Affe. Es ist einfach nur wie bei Charlie Stunt eine Rolle, die du in deinem Traum spielst. Und die lassen wir momentan noch unangetastet, wenn du weißt, dass das maßgeschneidert ist. Jeder Moment, der in dir auftaucht, ist der beste, den es überhaupt gibt, um dich zu unterstützen, dass du irgendwann einmal wieder dich versuchst, wieder zu erinnern an das, was du bist, dass du wieder heimkehren willst. Aber du wirst niemals den Punkt erreichen, wenn du sagst, ich will weg, ich will meinen Körper los haben, Selbstmord, all das ganze Zeug funktioniert nicht. Es geht ums Einverstandensein. Ums absolute Einverstandensein, das ist die rote Liebe, die allumfassende Liebe. Mein Spaziergang durch den Zoo, ich kann all die Kreaturen, nicht nur im Zoo, sondern auch, ich sage mal, die Wesen, die Menschen in der Belletristik, in den Märchen, in den Geschichten lieben, den Hannibal Lecter genauso wie hier den Superman oder was auch immer in dir auftaucht. Es sind Märchengeschichten. Die Charaktere sind doch geil, ich benutze mal das Wort geil. Ja. Wenn ich einmal aufhöre zu sagen, das sind die Guten und die Bösen. Das sind alles Definitionen, hängt davon ab, wie du das siehst. Es gibt viele Krimis, wo die Bösen als Guten dastehen und die Polizei als die Schlechten dastehen. Du kannst alles austauschen. Das sind immer aus zwei, jede Vorstellung von richtig hat eine Kehrseite, die du aber austauschen kannst. Du kannst auch die Kehrseite als richtig betrachten und dann die richtige Seite zur verkehrten Seite machen. Das ist doch das Spiel. Was ist jetzt richtiger? Die Corona-Befürworter oder die Corona-Leugner? Die Amerikaner oder der Russ? Und da muss ich sagen, da gibt es das, da hast du ein Kollektivwissen im Hintergrund, da gibt es nichts dran zu rütteln. Und dann wirst du halt in einem momentanen Kollektivwissen, wenn du das einmal recherchierst, wirst du feststellen, dass der Aggressor der letzten 100 Jahre Amerika war. Das sind nicht die Guten, ganz sicher. Wir bringen euch Frieden. Und die Russen sind in keinster Weise die Bösen. All der ganze Wahn, den du zurzeit in deiner Mediengehirnwäsche, die ich übrigens erschaffen habe, mitgeteilt bekommst, hintergründig. Ich sage jetzt, ich rede nicht von Verschwörungstheorien. Wenn ich immer sage, zeig mir doch, dass der Russe jemals nur einmal die letzten 100 Jahre in irgendeiner Form Deutschland oder Frankreich oder europäische Länder jetzt innerkernlich bedroht hätte. Nur die Randzonen insgesamt, nur was, die ganzen russischen Kriege sind immer in Verbindung gewesen mit unmittelbar Sowjetunionen, die sich abgliedern wollten von dem Reich, von dem russischen Reich. Da war ein Problem. Und dann mach dasselbe Spiel und schau die Kriege von den Amerikanern an. Die haben keinen Feind in diesem Rüstungsetat. Die Deutschen spielen dieses Spiel mit in deiner Traumgeschichte, natürlich immer nur, wenn du dran denkst. Das hängt davon ab, ob ich dir jetzt das träumen lasse, ob du da einen Fokus drauf hast. Das hängt von einem momentanen Programm ab. Das heißt, ich rede jetzt mit einem Geist, was du jetzt aus den Worten magst, steht und fällt erst einmal, wer du zu sein glaubst. Und dann wirst du all meine Worte filtern und interpretieren mit deiner Logik. Eine andere Logik interpretiert dieselben Worte, die klatscht innerhalb Beifall und die andere sagt, was ist das für ein Arsch und richtet sich auf und dann wirst du gar nicht so weit kommen. Das sage ich immer wieder. Du sollst deine momentane einseitige Logik durchschauen. Das ist die Botschaft. Ja. Einfach nur durchschauen, indem du das beobachtest. Indem du dich beobachtest, wie du auf diese Reizauslöser reagierst, bei welchen Äußerungen von irgendwelchen Figuren in deinem Traum du innerlich Beifall klatscht, total nickst und begeistert bist und bei welchen Äußerungen du sagst, was ist das für ein Wahnsinniger und bla 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 und das kann doch gar nicht sein. Die ganzen Hater zum Beispiel und die Besserwisser. Und du wirst, egal wer in dir auftaucht, die vollkommene Demonstration von Geistlosigkeit, auch die ganzen Professoren und die Ärzte, die versuchen, Enosch, Medim, sterbliche Säugetiere am Leben zu halten. Und jetzt sage ich wieder vom Säugling bis zum Greis, das macht doch überhaupt keinen Sinn.
Jetzt kann man Krankheit noch etwas feiner definieren, dass dir besser geht. Dir wird es nie besser gehen, wenn du da an der Außenseite rumdokterst. Ja. Vom Selbstheilungsprozess, das ist der ewige Selbstheilungsprozess, würde ich wieder im Laufe von Jahrtausenden heil machen und dann entfalten wir noch ein größeres System. Aber das ist so weit weg. Und glaub mir, wenn ich sage, das Wissen deiner Menschheit ist für mich das Wissen einer Schimmelpilzkolonie. Es ist so eine maßlose Selbstüberschätzung in geistlos nachgeäfften Wissen. Breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis und ganz, ganz schmal das Nadelöhr. Da musst du zu einem Tausendfüßler werden. Das ist jede Kleinigkeit. Das ist immer die Konsonante Radix. Ich zeige das nochmal ganz kurz halt. Das ist immer vielfältig. Schau, du kannst immer, wenn du ein Wort machst, können wir zuerst einmal hier immer das Deutsche nachschauen, nur das Prinzip. Und ich verspreche dir, wenn du die Reife hast, dass dich das interessiert. Das ist spannender wie jeder Krimi. Ich kann jetzt immer, jetzt muss ich mir natürlich mit der Geistesfunk mit Programmen ausdenken, die machen das jede freie Minute. Die sagen, ich will gar kein Krimi mehr anschauen. Das ist ja langweilige Kacke, geht dem, was hier passiert. Ein kleines, feines, dünnes Gerät, meist aus Metall. M-Ed. Wir hatten gerade das Ad. Das Ad. Das ist der Zeitpunkt. Jetzt. M steht für Gestalt geworden Zeitpunkt. Das ist jetzt die Endzeit. Eine Gelegenheit. Jeder Moment ist jetzt. Das ist jeder Zeitpunkt ist die Endzeit. Das ist, und der ist zu Ende und da taucht ein neuer auf. Gestalt gewordene Wassergedanken werden sie in augenblickliche Erscheinungen. Schau mal, du nur rot-blau lesen. Rot gelesen, das Meer ist die Quelle des absolut immer Daseinenden. Und da haben wir jetzt diese Nadel. Ist alles. Dieses M-Ed ist alles. Und das ist eine Spitze. Wir sind schon wieder SBIC, die Spitze. Das ist übrigens diese Spitze alleine, die hast du übrigens auch in dem Beroshi drinnen. Inmitten dieses Kopfes, das Roshit. B-Roshit. Das ist der Startpunkt. Und da hast du den einen, das ist der männliche Geist, der nennt sich Echad. Das ist die männliche Eins, die Vereinigung in der absoluten Eins in dem Uni. Schau mal, 13. Die hebräischen Wörter für Liebe, für Eins und für Heilung. Und wenn ich jetzt das alle vorne weg mache, dann kriegst du die Spitze. Das ist die absolute, der eine, der ganz, jetzt in der Symbolik Gottes im Himmel oben ganz oben ist. Ja. Und der tut die Rätsel aufgeben. Darum heißt es auch, du kriegst Rätsel. Rätsel kriegst du auf dem Geist, Expen, der eigentlich eben ist, aber Expen, G-E-Quadrat wird zu einer Ballonexistenz. Der kriegt dieses E-Quadrat, du und ich, wir kriegen die Rätsel. Ich habe sie schon längst durchschaut und du bist die Hälfte, die es noch nicht durchschaut hat. Macht es einen Sinn oder macht es einen Sinn? Ja, göttlich perfekt. Es ist göttlich. Es ist einfach nur göttlich. Du wirst es merken, da gibt es keine Zufälle. Im zufälligen Zufall gibt es nicht. Nee. So wenig, wie wenn du ein Videospiel spielst, egal welche Eingabe du machst, es steht vorher fest, was dann auf dem Bildschirm sich verändert, wenn du einen Joystick betätigst. Und jeden Gedanken, den du denkst, verändert deine Informationen. Und das ist das System, das das macht. Und zuerst einmal, wie gesagt, nicht dich verrückt machen. Es geht schlichtweg und einfach nur darum, dass du irgendwann einmal die Nadel wollen wir noch gar fertig machen. Da kriegen wir die Grammophon-Nadel und das ist natürlich Grammatik. Da kommst du jetzt schon mit Phon. Die Grammatik macht jetzt Föhn, Phon, Döne und dann haben wir unsere Nadel. Und jetzt werden wir die mal hebraisieren. NDL. Immer die Konsonante Rolls. Das ist jetzt erst einmal Konsonantensprache. Schau mal, dass du Sein, das geistige Sein ist inmitten verbunden des Lichts. Das ist die Lampe im Projektor. Die Existenz des Existierchen, die Existierenden sind außerhalb, polar, poal, das ist es tun, machen, handeln im Hebräischen, wie sie tun, dieses gestaltgewordene Licht, das ausgedachte physikalische Licht, das du mehr oder weniger mit deinem Intellekt beleuchtest. Die Lampen, all das ganze Zeug sind symbolisch, reine symbolische Bilder. Aber das ist jetzt hier, du wirst so ein Gottesleugner, so ein Taugenichts, siehst du das? Ja. Ein Schuft, ein Zurge, absterben, zerfallen, unrein machen. Das ist die Nadel.
Verwelken. Das Unreinmachen eines Tieres durch unrituelle Schächten, bla bla bla, der Bösewicht. Immer wieder dieselbe Leier von den ganzen Schuften und den Schulden, die du um dich herum hast. Kapitalisten, todbringendes Verbrechen. So ist das Leben. Ja. Aber spielst du das Spiel mit, die ganzen Heiligkeit predigen und viel Geld damit verdienen? Jetzt denk an deine ganzen Kirchen, an die Prunkbauten, an die ganzen Bischöfe, an die Gehälter, wo sie sich selber auszahlen, die Gottesmänner. Die ganzen Esoterikköpfe, die sich ihre Lehrgänge super teuer bezahlen lassen, indem sie einfach nur angelesenes Wissen weiter verbreiten, wo du umsonst genauso kriegen würdest. Du brauchst die nicht. Wenn du wen brauchst fürs Überleben, brauchst du mich. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Du musst ich werden, wenn du ewig leben willst. Du musst was werden, was du gar nicht werden kannst, weil du es schon bist. Weil ich schon bin. Du musst dich bloß wieder erinnern. Ja. Wie war das nochmal? Und jetzt lassen wir es gut sein. Die Johannes-Offenbarung, das Lamm kniet sich nieder, der Johannes kniet sich nieder vor dem Lamm. Der Feuer kniet sich vielleicht nieder vor dem Brüssel-Udo. Und will Gott anbeten, der in seiner Welt aufgetaucht ist. Und der Brüssel-Udo lächelt und sagt, Volker, meine Scheiße stinkt als Brüssel genauso wie deine Scheiße. Lass uns den anbeten, der uns jetzt ausdenkt. Aber bist es nicht du? Ja. Du bist doch jetzt nicht der Volker und du bist doch jetzt nicht der Udo. Du kannst jetzt auch an dich denken, dann denkst du auch wieder an den Affen. Dann hast du das nicht verstanden, was ich dir jetzt erklärt habe. Ja. Dann muss man erst einmal innerlich damit fertig werden. Und dann sitzt du trotzdem noch als Brüssel da und sagst, was soll ich schon machen? Du musst gar nichts machen. Jetzt hast du mal deine Rolle weiterspielen, aber jeden Moment bewusst. Absolut bewusst. Schöne Worte. Absolut bewusst. Und das Ab im Englischen haben wir UP. Ja. Das heißt, dann wirst du hochgehoben an diese oberste Spitze. Und dann schaust du von oben herab auf die Welt. Symbolisch, wobei dann immer wieder, wie gesagt, oben und unten austauschbar sind. Wie immer. Habe ich oft erklärt. Ja. Du lächelst einfach nur noch. Das ist das Lachen des Buddhas. Die große Erkenntnis, was bin ich und was sind meine Gedanken. Aber da brauche ich kein Intellekt dazu. Das ganze intellektuelle Wissen, das ich jetzt versucht habe, was ist es? Ein Tropfen, ein Nichts, ein Selbstgespräch. Eine Stunde 46 jetzt in einer Zeitspanne aufgespannt. Was kann ich? Schau mal, wie viele Videos du anschauen kannst. Wie viele Tausende von Stunden kannst du jetzt Videos laufen lassen, bloß auf YouTube? Aber was sind die, wenn du sie nicht denkst? Sie sind alle in dieser Einheit. Es geht nur sekundär im wahrsten Sinne des Wortes um Wissen. Ja, Wissen ist nur eine Facette. Ne? Ja. Und da können dir deine ganzen ESO-Köpfe und Physik und alles, was die dir erzählen und deine Ärzte, die dir Angst machen und die Politiker und Krieg, es ist alles so lächerlich. Es ist einfach ein Pups in deinem Kopf, der weg ist, wenn du ihn nicht denkst. Das Schwierigkeit ist, du kannst dir noch nicht raussuchen, was du denkst. Ich werde dich immer wieder testen. Bist du das Testament von mir, dieses Test, das Test Udo, bis du das wirklich verstanden hast? Nicht nur, dass dir logisch erscheint, sondern dass es installiert ist. Wenn du mich verstanden hast, hast du von nichts und niemandem mehr Angst. Du bist nur noch dieses neugierige Gotteskind. Wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder. Und wie habe ich früher immer wieder gesagt, dann bist du auf alles neugierig. Nicht nur auf das, was dir logisch erscheint und wo deine Logik sagt, das will ich haben, das brauche ich, sondern du wirst neugierig auf das, was du noch nicht kennst. Ja. Und dann langst du auch als Grabbelkind in die Hungekacke rein und schlägst die ab und sagst dann Bäh und du machst deine Erfahrung. Der normale Mensch sagt hier, die schmeckt scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes, obwohl er die doch eigentlich noch nie probiert hat. Ist das nicht schon wieder ein Vorurteil? Ja. Okay, jetzt lassen wir es gut sein. Das muss ja mal gesagt werden. Ja. Träum noch eine Runde. Patsch.